Let us start the game. Hol dir dein Essen und lass dir dann schmecken. Soundeinstellung vom Controller wieder für den Arsch. Was für Soundeinstellung? Ja, wir haben doch eine Verbindung, Mann. Das habe ich doch davor schon. Vor allem, wofür brauche ich die Verbindung? Kommen dann fremde Leute auf mich? Wir gucken das Intro nochmal an. Das feiern wir jetzt. Hab schon mal lauter gemacht, ne? So und jetzt. Genau. Ich auch. Das war laut. Ich weiß. Aber das ist gut. Das wird übrigens nicht die DMCA. Das ist nicht kaputt. Wollten wir auch die zwei Zöpfe machen, oder? Striker ist ein Sequel. Royal ist das normale Persona 5, nur mit Zusatz, also erweitert. Und Striker ist einfach nur ein Sequel oder Prequel, aber ich glaube Sequel. Also ich liebe ja, ich liebe Blondie und Orangi, ne? Mau! Hallo, heilige Bimmerkatze. Perfekt. Waren wir perfekt eingestimmt. Wer ist futaba? Ist es, wenn es Orangi ist? Oh, Orangi ist nicht, nee. Ich brauche zwei Frauen, du weißt, ich bin anspruchsvoll. 3,24 haben wir gespielt. Deine Daten werden geladen, in Ordnung. Nee, finde ich blöd. Kann ich bitte weiterspielen, ohne dass meine Daten geladen werden? Bitte? Ja, die sind nicht rot-orange, die sind orange-orange. Die kriegst du leider nicht. Drück mal mein. Enthülle Kamoshidas Schandtaten. Abend, ich muss schlafen, richtig? Kann ich jetzt eigentlich mal dahin? Nein, kann ich nicht. DLC erhalten. Doch, kann ich. Oh. Knüppel der Wärterin. Ja, geil. Feder mal Dämonika-Kopf. Aha. Wir sehen uns in 5 Stunden. Soul Food? Ice Spray. 100.000. Apropos reiches Streamer. 100.000 Yen habe ich. Ich bin reich. Besonderes Geschenk für Persona 5 Speicherstand. Ein Apfel und ein Hilfsband. Wow. Und 50.000. Ich habe 150.000 Yen. Wie viel Euro sind 150.000 Yen? Ja, wie kann ich das denn nutzen? Im. Hallo. Mitternachtshalstuch. Okay. Lampkissen. Oh, Sternlichthandschuh. Nee. Ich will das Mitternacht. Katsunoha-Stangen. Röhren. Ich dachte, dann nehme ich lieber die. Ich kann nur eine Sache machen. Ist ja blöd. Outfit. Oh, wo sehe ich das? Ich will es sehen. Hä? 1150 Euro. Immerhin.
Wieso kann ich denn das jetzt nicht sehen? Ist wahrscheinlich nur, wenn wir verwandelt sind, ne? Wir gehen mal schlafen, wir gucken dann mal, ne? Pipi. Dieses Dings auf deinem Handy war ein Symbol in Form eines roten Auges, oder? Das was? Dieses komische Navi-Ding, die App, die uns an diesen seltsamen Ort gelotst hat. Ich habe die auch auf meinem Handy entdeckt. Dabei kann ich mich nicht erinnern, so eine App installiert zu haben. Lösch sie sofort, Punkt. Das ist gruselig, ups. Jetzt echt mal, was ist das für ein Ding? Meinst du, sie lädt sich von selbst wieder runter oder so? Es ist gefährlich, so eine App zu benutzen, ohne zu wissen, was sie macht. Aber mit ihrer Hilfe kommen wir wieder an diesen seltsamen Ort zurück, oder? Wirklich? Ich meine, das ist das Einzige, was den Sinn ergibt. Wieso stelle ich mich so doof? Im Prinzip kommt es darauf an, wie wir sie benutzen. Aber zuerst müssen wir Beweise für die Prügel finden. Verlass mich auf dich, okay? Mach nicht ohne mich blau. Bin total müde, vielleicht wegen dem Meta-Universum. Ach, klar. Diese Stille. Welcome to the Velvet Room. I thought about resuming our previous conversation tonight. That is why I have summoned you. What are your thoughts? Are you becoming accustomed to this place? Sei nicht albern. Nein, mein Mut muss mindestens wagemutig sein, damit ich sowas sagen kann. What are your thoughts? Are you becoming accustomed to this place? Ja. Ah, glad to hear it. It seems you have nerves of steel. The goal of your rehabilitation is to thwart the fated ruin. However, such a feat cannot be done by you alone. Today, you entered a partnership with someone who awoke to the same power, did you not? Du meinst Ryuji? Involving yourself with others is an important foundation for your recovery. You've done well. That said, I am not advising the formation of superficial relationships. It must not be a frivolity, but a ring of those who would, by morals or faith, lend you their strength. In other words, they are bonds with those who have been robbed of their places to belong. The expansion of said ring will, in return, help you mature as well. Personas are the strength of heart. The stronger the bonds that surround you, the more power your personas will gain. There are countless people in the city who have talents that a weakling like you doesn't. You better rack that noggin of yours and get them on your side. We'll change that into power. Vertraute. Vertraute sind Personen, die ähnliche Ziele haben und denen du vertraust. Solche Personen... Vertraute sind Personen, denen du vertraust. Okay, danke. Solche Personen triffst du etwa in der Schule oder in der Stadt. Knüpfe Bindungen zu Personen. Kabelbild. Auf geht's, Lurker. Jetzt schrei mir nicht so ins Ohr. Knüpfe Bindungen zu Personen. Nee, bisher hast du falsch verstanden. Hier lernt ihr noch was. Knüpfe Bindungen zu Personen, indem du sie mehrmals besuchst, dir ihr Vertrauen verdienst und dich ihnen gegenüber beweist. Sobald deine Bindung entstanden ist, kannst du das Menü mit Dreieck öffnen und Vertraute auswählen, um die Stärke der Bindung zu überprüfen. Indeed, you should be prepared to use even myself, or your ambitions will not come to fruition. We have a deal then. Nicht bummeln! Vertrauensschüler, meinst du? Ich glaube, Igor hat hohe Erwartungen an mich. I am thou. Thou art I. Thou hast acquired a new vow. It shall become the wings of rebellion that breaketh thy chains of captivity. With the birth of the fool persona, I have obtained the winds of blessing that shall lead to freedom and new power. Wir haben den Narr bekommen. Ermöglicht Verhandlungen mit Schatten nach einem Hold-up. Wirres Gerede.
wollte schon immer den Nah haben. Gewährt Bonus-EP bei Fusion von Personas je nach vertrauten Rang ihres Arkanes. Also dieses Spiel ist so kompliziert, ne? Alright. Du hast den Nahvertrauten freigeschaltet. Du hast von Igor die Fähigkeit Wirres Gerede gelernt. Du hast von Igor die Fähigkeit Arcana Schub gelernt. Vertrautenfähigkeiten. Personen, zu denen du eine Bindung hast, verfügen über spezielle Vertrautenfähigkeiten. Dein Vertrautenrang zeigt, wie stark dein Vertrauen in die Person ist. Je höher der Rang, desto mehr Vertrautenfähigkeiten werden freigeschaltet. Öffne mit Dreieck das Menü und wähle Vertraute aus. Dort kannst du das Arcana, den Rang und die Fähigkeiten aller Vertrauten überprüfen. Well, you will understand it all in due time. Okay, wenn du Continue devoting yourself to your rehabilitation. Okay, Igor. Now this conversation's over. Get lost, inmate. Inmate. Ich mag das, dass die Tage aufgespielt How werden. How annoying. We've barely started high school and already they're making us play at a volleyball rally? And why are they pitting us against the teacher team? Kamoshida's gonna crush us. We get to see his technique live and in person, though. We should totally get spiked on. Yeah, okay. You're gonna get your face smashed in. Just look at how banged up the volleyball team is. What the hell goes on during their practices? Dass halt Disziplin und Ordnung herrscht bei seinem Training. Okay, quiet down. Wie ihr alle wisst, findet heute das Volleyballturnier statt. Zieht euch um und geht in die Sporthalle, verstanden? Still got it, coach. Thanks. Let's go for one more. Yeah. All right. Yeah, but yeah. Come on, baby. Still sticks out. Hasn't changed a bit. Pretty boring. Right? Bis gleich, Anita. Lyric. Oh, es ist laut. Sorry. Hey, ja, are you all right? Leid, klar. Someone, take him to the nurse's office. K.O. You get that song. He'll pay soon enough. All right, let's resume the match. Ich liebe sie, ne? Ich liebe sie. That asshole's acting like a king over here, too. Get to know each other better, my ass. It's just a one-man show for him to stroke his ego. Oh, oh, and how he acted like he was worried about Mishima. Oh, what an abusive D-bag. Chill. Well, anyways, now's our chance to go look for the guys we saw were slaves yesterday. Let's look for the faces we saw at the castle. All the members of the team should be here today. I'll be sure to find someone to spill about Kamoshida's physical abuse. Just you wait, asshole. Also ich äußere die Vermutung, dass wir Addens Freundin nehmen, ne? Richtig, Wave. Richtig. Und dir auf jeden Fall viel Erfolg bei der Nachtschicht. Lass dich nicht ärgern dann, ne? Sobald sie ist. Flawless victory. Ich erkenne die nicht wieder. Don't worry. I remember them clearly. The first one that popped out was a guy from Class D. So let's start from there. That's your class. Hopefully you can get him to talk without any issues. People have been avoiding me lately, so... Oh, but you're kind of in the same boat, huh? Ich soll die über... Schnellreise. Du kannst Schnellreisen benutzen, indem du mit R1 die Karte aufrufst und den gewünschten Zielort auswählst. Wer schreibt von euch eigentlich die Steuerung mit? Das freut mich. Okay.
Hey? Fragen wir die Mitglieder des Volleyballteams aus dem Schloss zu Kamoshidas Schikanen. Fangen wir mit dem Typen in Klasse D an, deiner Klasse. Ja, ja. Unsere Klassenzimmer sind in der ersten Etage. Los geht's. Oh. Da hinten. Ich sehe ihn. Hallo? Oh, Tafel untersuchen. Nein, die Tafel ist zu sauber. What? Are you skipping out on the volleyball rally? I guess I expected from you transfer. Hey, that's the guy who was over at that castle. You too, Sakamoto? What do you guys want? Wirst du missbraucht? Einfach straight. Wirst du missbraucht? What? What are you saying? No, of course not. Ah, danke, Lurker. It's Kamoshida, ain't it? Look, danke. I ain't gonna tell anyone you squealed. Just tell us about how Kamoshida's abusing you. I don't know what you're talking about. Du bist ein Feigling. I'm not. You guys are talking complete nonsense. Don't try and hide it. We already know. You know? You have proof. Well, I... This is ridiculous. Please, leave me alone. You're really bothering me. All right, that's enough. Come on, let's go. Hallo, that injury ain't normal, and he still won't fess up. Crap. If we keep going at this pace, the ball game's gonna end. Ich überlasse das dir. And I'll leave it to you two. Guess we just gotta split up. I'll check the practice building for people before clubs start. You handle the classroom building. There's a third year on the volleyball team that I remember. I think he's in 3C? Nicht so, he's getting beat pretty badly at the castle. He might have some injuries here too. Anyways, I'll hit you up if I find anything. See ya. See ya. Ah, danke schön, das freut mich. Danke schön, Captain. Danke schön, das ist sehr lieb von dir. Freut mich bitte. Meinst du auch, dass sich Suzui-san komisch verhält in letzter Zeit? Sie seufzt sehr viel. Sie war früher immer viel fröhlicher, als wir im ersten Jahr waren. Und diese Schramm, sie hat Probleme. Sie versucht sich im Volleyball. Ich hörte, dass sie jeden Tag privat schon mit Kamoshida hat. Sie ist eine gute Spielerin, schon seit der Mittelschule. Egal, traurig zu tun und Kamoshida für sich zu beanspruchen, ist irgendwie arrogant, oder? Hört auf damit! Kennst du? Zeitungsdruck. Brauchst du etwas? Ich wünschte, du würdest nicht mit mir in der Öffentlichkeit reden. Erzähl mir von Volleyball. Warum fragst du Mishima-kun nicht nach dem Volleyballtraining? Er geht mit dir in Klasse D. Um ehrlich zu sein, habe ich Gerüchte über ihn und Herrn Kamoshida gehört. Frag mich aber nicht weiter. Ich will nicht, dass die Lehrer denken, ich hätte was mit dir zu tun. Ich weiß nicht. Ich glaube, er würde lieber jemanden beauftragen, wo er halt genau weiß, dass er den Stil festlegen kann. Und ich glaube nicht, dass er es sehen wird. Aber danke schön. Das ist lieb genug, dass ich sowas zu lesen bekomme. Danke schön. Falls die großen Haufen Pflaster mit Schüler drunter suchen, schafft es auf jeden Fall. Gerade eben sah ich im Erdgeschoss jemanden, der komplett bandagiert war. Das war sicher jemand aus dem Volleyballteam. Selbst die Schüler im dritten Jahr trifft es hart. Ah, der Neue. Was ist denn? Ich verpetze dich, wenn du mir irgendwas tust. Was zum Beispiel? Naja, ich weiß nicht. Tu mir einfach nicht weh. Oh, ich liebe diese Option. Ich liebe es, dass ich mich total dumm stellen kann. Schülerin mit dünnen Augenbrauen. Er würde es sehen. Oh, danke schön, Kevin. Das ist wirklich lieb von dir. No. Ich habe gesehen, wie Herr Kamoshida Takamaki in der Halle nach einem Date gefragt hat. Hey, Blondie gehört uns. Aber sie hat ihn abgewürgt oder so. Sie ist echt zickig. Also, wenn mich ein Lehrer nach einem Date gefragt hätte, echt? Sie hatte sicher schon viele Freunde. Die Beliebtheit ist ihr wohl zu Kopf gestiegen. Und sie ist so arrogant zu uns anderen Mädels, nicht wahr? Wie typisch für eine Ausländerin. Also, ich glaube, Kamoshida ist nicht der Einzige, der hier schief läuft. Sind alle so... anstrengend, bitchy. Aha!
Er? Alle reden nur schlecht von dem Neuen in deiner Klasse, Anne. Ich weiß, ich hasse Gerüchte. Sie werden mit der Zeit immer größer. Mhm. Ich frage mich, ob es ihm gut geht. Ich hoffe, er leidet nicht zu sehr darunter. Das ist typisch für dich, Shio. Du denkst mehr an andere als an dich. Wie damals, als du für mich da warst. Kann ich nicht mit dir reden? Heute findet der Club nicht statt, oder? Ich hab vergessen, es dem Neuling zu sagen. Komm schon, geh lieber rasch in die zweite Etage. Hallo. Dass da schon mal jemand umgebracht hat? Ich? Nein. Mann, das reine Machen nach dem Volleyballturnier wird echt hart. Was willst du? Ich? Ich hab nicht. Willst du was sagen? Wie wurdest du verletzt? Wir sind vom Training. Ich weiß, wer dieser Typ ist. Das ist der Neue, der mit Sakamoto abhängt. Oh, verstehe. Du schnüffelst Kamoshida hinterher. Das Volleyballteam spielt in der Landesliga. Natürlich ist unser Training hart. Herr Kamoshida steckt sein Herzblut in unser Training. Glaub nicht alles, was Sakamoto erzählt. Das ist eine körperliche Strafe. Who cares? Tu nicht so. Wir sollten nicht mehr mit ihm reden. Was, wenn er durchdreht und uns angreift? Er trägt angeblich sogar ein Messer. Wer weiß, wozu er fähig ist. Oh, Pipi. Sag bloß bitte, er hat sich geweigert. Ja auch, Mann. Alle sind viel zu aufgebracht wegen Kamoshida. Aber ich habe einen Hinweis, jemand aus dem ersten Jahr, ein neues Mitglied. Er ist gerade erst beigetreten. Gut möglich, dass er noch nicht in Kamoshidas Lügen verstrickt ist. Frag mal die Schüler aus dem ersten Jahr. Vielleicht findest du... Nachrichten überprüfen. Drücke Viereck, um erhaltene Nachrichten zu lesen. Neben ungelesenen Nachrichten erscheint ein Symbol. Nur die 50 aktuellsten Chats werden gespeichert. Alte Chats werden automatisch gelöscht. Vergiss also nicht, sie zu lesen. Was habe ich falsch gelesen? Vielleicht kannst du ihn finden. So. Erst ja Volleyballspielerin. Ja, da ist doch klar, wer sie ist. Hä, wo ist sie denn jetzt hin? Ach, da hinten. Das ist doch sie, oder nicht? Nicht? Und? Oh. Hey, geht es dir gut, Anne? Wir haben in letzter Zeit wenig geredet. Es geht mir gut. Ich muss mich darauf konzentrieren, einen Platz im Volleyballteam zu kriegen. Du hast recht. Ich muss da antreten, egal wie. Danke für alles, Anne. Du bist der Wind unter meinen Flügeln. Das Gleiche trifft auf dich zu. Du kümmerst dich immer um mich, Shio. Erstklässler. Wo sind denn die Erstklässler? Wie sagst du mir zuerst? Seufzelf. Achso, das hatten wir schon. Müsste der nicht auch im Klassenzimmer sein? Wo sind die denn? Was ist denn die Map? Wo ist die Map? Karte, R1. Warte mal. Da war ja der Durchgang hier, ne? Geht es da zu dem richtigen... YouTube, das Fachgebäude, okay. Ich bin falsch, okay. Dann gehen wir mal woanders hin. Wir gehen nach unten. Es wird ja wohl dann draußen sein. Willkommen zurück, Geschichtenerzähler. Wir suchen gerade eine Erstklässlerin. Gehen wir mit einem Volleyballspieler reden, der offensichtlich verletzt ist. Achso, es soll hier sein. Okay. Oh. Ich habe keine Zeit für unnötige Abstecher. Und was, wenn ich jemand... Okay, das... So. Nee, du bist nicht verletzt. Wer ist denn offensichtlich verletzt? Entschuldigung. Zum Glück bin ich nicht im Volleyballteam. Die Schüler im ersten Jahr müssen immer laufen. Und zwar den ganzen Weg von der zweiten Etage. Sie halten zwar durch, aber sie tun mir auch leid. Mein Leben in den Sand gesetzt hat auch so fies zu sein. Ich meine, der wollte nicht. Sie ist verletzt. Ich weiß aber gar nicht, ob sie in der ersten Ding ist. Wo ist denn jemand, der offensichtlich verletzt ist? Nee, kein Schüler mit offensichtlich Verletzung. Ach, ich kann nicht... Du musst nicht auf die Toilette. Sag mal, du bist so nervig. Mach mal, was ich will.
Oh, ein Erstklässler. Das ist die wieder hier weg. Mag ich nicht. Ach, wir können auf den Innenhof. Okay. Na, dann finde ich doch jemanden, oder? Es dauert noch eine Weile, bis das nächste Spiel beginnt. Ganz schön öde. Wenn ich mehr spielen muss, darf nach Hause gehen. Vielleicht mache ich mich vom Acker. Aber ihr spielt doch jetzt gegen das Team von Herrn Kamoshida. Da fällt es doch auf, wenn du fehlst. Ja, eigentlich will ich das auch gar nicht. Aber wenn ich spiele, schmettert Herr Kamoshida sicher wieder viele Bälle direkt in meine Richtung. Oh, den kann ich auch zuhören. Der Schmetterball von dem Lehrer war krass. Hey, ist der öfter so? Mir macht das irgendwie Angst. Ja, schon, aber da gewöhnst du dich dran. Beim Volleyballteam zieht man sich ständig solche Verletzungen zu. Mann, ihr lebt echt gefährlich. Sporthalle, nee, da will ich, glaube ich, gar nicht hin. Okay. Das ist sehr verwirrend. Wo bin ich? Herr Kamoshida spielt doch nochmal, oder? Wann findet sein nächstes Spiel statt? Lass uns lieber früh hingehen, dann haben wir beim Spiel eine super Sicht auf ihn. Ja, genau. Schließlich ist er ein Goldmedaillenträger. Vielleicht sieht er uns, wenn wir jubeln. Ganz bestimmt. Und er wird sich sicher an uns erinnern. Herr Kamoshida ist immer so nett zu den Mädchen. Er redet viel mit den Mädchen im Volleyballteam und dieser einen aus dem ersten Jahr. Ich möchte auch einen Goldmedaillenträger kennen. Fachgebäude darf ich nicht, ne? Genau. Ach, doch, ja, auf jeden Fall. Das ist ein schlimmster Fall. Ja, also heimlich trägt er immer so ganz schöne rosa Schlipper und nichts drüber. Wo kann ich denn noch hingehen? Klassenzimmer? Ach, in der dritten Etage ist auch. Ach so, ich dachte, das wäre das Dach gleich. Okay, dann finden wir hier bestimmt einen, oder? Ziehen wir uns um. Lass uns mal Karaoke gehen. Sollen wir den anderen Typen einladen? Er kann nicht, muss trainieren. Echt, das Volleyballteam spinnt total. Du hast eine Maske auf, aber das heißt nicht, dass du verletzt bist. Ich brauche jemanden, der kaputt ist. Entschuldigung. Ist jemand kaputt? Bist du kaputt? Verletzt? Ja, ich bin im Volleyballteam. Was willst du? Auch Infos. Was sind das für... Willst du von Kamoshida misshandeln? Was? Warum sagst du sowas? Natürlich ist Herr Kamoshida streng, aber so ist es doch bei allen Sportteams, oder? Auch wenn das Sondertraining für Mishima Senpai ein bisschen zu weit ging. Ich weiß echt nicht genau. Tut mir leid. Sondertraining? I can't do it. Rede nicht mit mir. Frag jemand anderen, wenn du mehr wissen willst. Ich habe deine eigenen Haare mehr, wahrscheinlich. Achtung, Achtung. Alle Turniere sind beendet. Bitte alle nach Hause gehen. Piep, 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 piep. Verdammt, wir haben keine Zeit. Wie ist es gelaufen? Du kannst raten. Du hattest also auch kein Glück. Okay, sammeln wir uns wieder. Wir treffen uns im Hof, ja? Can I talk to you for a sec? Ja, Blondie! Ich bin beschäftigt. Ich glaube, es hackt. Was ist denn? It'll be quick. Anyway, what's with you? Like how you were late the other day was a lie and all? There's that weird rumor about you too. What do you want with him? Hallo, Kate. Right back at you. You're not even in our class. We just happen to get to know each other. What are you planning on doing to Mr. Kamoshida? Huh? I see. I get ya. You're all buddy-buddy with Kamoshida after all. This has nothing to do with you, Sakamoto. If you found out what he's been doing behind your back, you'd dump him right away. Behind my back? What's that supposed to mean? You wouldn't get it. Anyway, people are already talking about you two. I don't know what you're trying to pull, but no one's gonna help you. I'm warning you, just in case. That's all. Sie hatten nicht gesagt, dass sie uns nicht mag. Sie hat genervt. Kennst du sie? Kannst du mir vorstellen? We just went to the same middle school. Anyways, that's not what we're here to talk about. I had no luck on my end. What about you? Did anything like someone's name turn up? Emphysema, was? Huh?
special coaching, huh? True. I always see the guy covered in bruises. Let's go talk to him before he leaves then. Hä, na und, Missy? Die sagen auch nie alle Frauen, die du magst, dass sie dich mögen. Hey, got a second? Sakamoto? Genau, was you er Kate too. Sagt. Come on, we just want to chat. Kamoshida's been coaching you, huh? You sure it's not just physical abuse? Certainly not. What are you talking all polite for? Anyways, we saw him spike you today, right in the face. That was just because I'm not good at the sport. Still, that doesn't explain all the other bruises you've got. They're from practice. Is he forcing you to keep quiet? That's... What's going on here? Mishima, isn't it time for practice? I'm not feeling well today. What? Maybe you're better off quitting then. You're never going to improve that crappy form unless you show up to practice. Didn't you hear? He ain't feeling well. Well, Mishima, are you coming to practice or not? I'll go. As for you, any more trouble and you'll be gone from this school for sure. Bastard. Same goes for you. Didn't the principal tell you to keep in line? Der Schmetterball ist der Hammer. Just don't get in the way of my practice. All these unsettling rumors are making the students anxious after all. That's your own goddamn fault. This won't get us anywhere. Let's go, Mishima. Shujin Academy is a place where those with aspirations come to learn. Unworthy students like yourselves don't have any right to be here. Gesindel? Unworthy students? Get with the program. Yes, sir. Ich will auch mal einen Schmetterball machen. That asshole. He's gonna pay for this. Aber mit seinem Schädel. Point. Huh? Proving that he's physically abusing us is meaningless. Everybody knows. Principal, our parents, they all know and they all keep quiet about it. This has gotta be a joke. Don't be a pain. You don't understand what I'm going through. Shouldn't you, of all people, know that nothing's going to help? Damn it. Schmetterball mit seinen Eiern ist auch gut. Hörst du auf? No, I ain't giving up. I'll try one more time to persuade the other guys. That's all I can do. Wir werden den so kaputt machen. Der wird nicht mehr wissen, wo oben und unten, vorne und hinten, links und rechts und schräg und wer ist. Bin ganz erledigt von allem, was heute passiert ist. Ich glaube, ich sollte heute früh ins Bett. Wir tun nichts außer schlafen und mit Leuten reden. Piep, 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 piep. Hey, das ergibt doch keinen Sinn. Der Direktor und sogar die Eltern wissen von dem Missbrauch. Warum sagt denn niemand was? Das Volleyballteam, sie haben Angst vor Kamoshida. Es ist ihnen egal. Das kann doch nicht sein. Im Grunde ist das nur, weil Kamoshida das Volleyballteam berühmt gemacht hat, oder? Ja, deswegen ist es ihnen ja egal. Deswegen kann er doch noch lange nicht tun, was er will. Er verprügelt Kinder und die müssen es einfach ertragen. Und seine Verehrerin interessiert sich einen Scheißdreck dafür. Welche Verehrerin? Ha, jetzt! Okay, Ryuji ist nicht mehr unser Freund. Der ist raus. Der ist raus. Antaka Kamaki, du hast sie im Hof kennengelernt. Weißt du noch? Du müsstest sie eigentlich kennen. Sie geht in deine Klasse, Alter. Ah, was für ein Schwachsinn. Ich kann es nicht so enden lassen. Ich versuche morgen in der Pause jemanden zu finden, der weiß, was mit Kamoshida los ist. Pass nur auf, ich gebe nicht auf. Viel Zeit, Leute. Nur schlafen mit Leuten reden. Genau, ohne das Reden. Ich bin erledigt von vielen Rumrennen. Schlaf. Herrn Kamoshida gestern spielen gesehen. Er war so toll. Oh. Was? Das war jetzt blöd. Ich glaube, nach der Schule bitte ich ihn um ein Autogramm. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Es heißt, man soll lieber nicht zum Sportlehrerzimmer gehen.
Gerüchten zufolge hört man da seltsame Schreie, auch wenn niemand da ist. Was? Das Gerücht haben sicher Fans in die Welt gesetzt, um der Konkurrenz Angst zu machen. Hallo, Kurti. Ich trage eine Luna, richtig. Das tut halt schon weh, ne? Also, Zeugen. Ich hatte mich gefragt, ob wir etwas aus Takamaki hier herausbringen können. Weil sie was mit Kamoshida hat? Sie ist nicht auf unserer Seite. Hör mir einfach zu. Du weißt noch, dass wir aus dem Volleyballteam nichts rausgekriegt haben. Ich dachte mir, es wäre eine gute Idee, mit jemandem zu reden, der sie kennt. Zum Beispiel Takamakis beste Freundin, ein Mädchen namens Suzui. Ich habe in der Pause mit ihr geredet, aber nichts aus ihr rausgekriegt. Deshalb sollten wir Takamaki dazu bringen, mit ihr zu reden. Allerdings glaube ich, dass es schwierig wird, sie dazu zu bringen, uns zu helfen. Sorry, lass mich mal sehen, was mir sonst noch einfällt. Missy, ja, nur weil du auf Kamoshida so stehst, ne? Shouldn't you be heading to volleyball? Uh-huh. Ich muss ganz kurz pipi. Es tut mir echt leid, aber ich muss echt pipi. Ich war vor dem Stream pipi, okay? Sag nicht, dass ich vor dem Stream gehen soll. Ich muss pipi. Wie es mir heute geht, erkältet. Aber schon ein bisschen besser. Hab mich heute gekocht, dadurch geht's mir besser. Ja, ja. So. Ich gehe ganz schnell. Bis gleich. Klar ist, wessen Team wir sind, ja? Was? That bruise above your eye. Was habt ihr mit Zöpfen eigentlich? Is that from practice too? Ist das so ein Ding? Yeah. Are you sure you're not pushing yourself too hard? I'm okay. Volleyball's the only thing I can do right. Shouldn't you take that? It's probably just my part-time job, I think. I should get going. Shiho, are you sure you're okay? Uh-huh. Mein Telefon. Ach so, ja, warte, ich gehe dran, ne? Yes. Ja? Today won't work. I'm not feeling so good. Sorry. Bye. Ich bin schon froh, dass sie nicht dunkelhaarig ist, sonst hätte ich mir ein blaues Auge schminken müssen. Hey, wasn't that Takamaki? Rumor has it she's dating Kamoshida. Seriously? I heard people saw them in his car together. You know, she seems pretty easy, huh? You think I'd have a chance too? Come on, dude. You can't go after Kamoshida's bitch. What? Oh, I'm in the way, aren't I? Sorry. Hast du die gerade Bitch genannt, Junge? Hast du dir wehgetan? Huh? Well. You don't look familiar. Could you be that transfer student from Class D? This might not be any of my business, but don't let the rumors get to you, okay? Nein, Kurti, du bildest dir das ein. Das braucht mich. Ich störe mich nicht. I'm glad to hear that. My best friend is often misunderstood too, all because of her looks. Sorry.
I didn't mean to drag on like that. Anyway, I have to go to practice. I'll see you around. Dass die Vegetarier, ja, weil Kinder auch immer so doof sind. Damn it! What the hell? Hast du jemanden gefunden? Is that what it looks like? All of them kept saying the same shit Mishima was talking about. Kamoshida had to have told him something. At this rate, looks like we'll have to go to him directly. Gut gefunden. Nee, nee, das alles gut, alles gut. Lemming. Lemmings, ja, 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 ja. Wenn ein Kind runterfällt, dann geht das nächste Kind runter. Damit hätten wir anfangen sollen. Nur weil du deinen blöden Plan nicht Bescheid geplant hast. I know. But seriously, isn't there something we can do? No way I'm gonna give in like this. Can you think of anything? Ein Hinterhalt! Oh, that'd be fine if we could do it without getting caught, but if we did, we'd be seriously done for. You got any other ideas? So you wanna tell them about the castle? They'd never believe us. Have any other ideas? What do we do? Strafen wir den König. The king? You mean that other world's Kamoshida? I didn't think of that, but is there any meaning to... I finally found you! Morgana? Aw, Mau Mau! You say something. Don't think you can get away with not paying me back for helping you. That voice... Is that you, Morgana? Keine Katze. How dare you up and leaving me the other day? The cat's talking? I am not a cat. Nein. This is just what happened when I came to this world. It was a lot of trouble finding you two. Wait, you came to our world? Does that mean you've got a phone? You don't need one when you're at my level. I did get pretty lost making my escape, though. That aside, why can you talk? You're a cat. Wolf? How should I know? You hearing this too? Meow? This is no time to be joking around! You guys are having a rough time of this, hmm? I heard you mention something about witnesses. Oh, shut up! You know, I could tell you a thing or two about what to do about Kamoshida. You were pretty close just a moment ago. God, that condescending attitude! This thing's gotta be Morgana! You were still doubting me? God, quiet down! We really have to be looking for a cat in a busy time like this? I just heard a meow somewhere near here. Didn't you hear it? Make sure you check every nook and cranny around. Meow? Does that mean only us two can understand what you're saying? Meow? Looks like it. What the hell's going on? Anyways, what you were talking about earlier, is it for real? You're quite the skeptic for being an idiot. Hey, tell us more. Then again, this probably ain't the best place. Here, stick it in your bag for now. It should be just small enough to fit. Wie aggressiv du bist! Hey, how dare you treat me like... Oh, du musst morgen zur Arbeit. Don't be so rough with me! Viel Erfolg beim Morgen für aufstehen und schlaf gut. You said you know how we can do something about Kamoshida, right? It has to do with what this guy was talking about earlier. You'll need to attack his castle. What do you mean? That castle is how Kamoshida views this school. He doesn't realize what happens in there, but it's deeply connected to the depths of his heart. Thus, if the castle disappears, it would naturally impact the real Kamoshida. What'd happen? A palace is a manifestation of a person's distorted desires. So, if that castle were no more... Nee, nee, okay, weil es ist ja eigentlich ein Mensch angeblich. Deswegen, Mensch, hey, ganz ehrlich, das soll nur, dass ich fehlen. Na gut, ihr beträumt was Schönes. Und ja, dann nicht, also ich verstehe, Deswegen wollte ich es ja die ganze Zeit schon spielen, aber es ist halt so lang, dieses Spiel, ne? Miaugana. Wenn schnell das geht. Ich bin auch seine Begierde. Würde er anständig werden? Naja.
Precisely. You sure pick up things fast. Fuck, Arcade. For real? He's gonna turn good? But is that really getting back at him? Erasing a palace essentially means forcing the owner to have a change of heart. However, even though their warped wants disappear, the crimes they committed remain. Kamoshida will become unable to bear the weight of those crimes, and he'll confess them himself. Das ist grausam, aber ist gut. You for real? That's possible? And since the palace will no longer exist, he'll forget what we did there as well. Not only will we be able to bring Kamoshida down, but there won't even be a trace of our involvement. That's amazing! You are one incredible cat! Ich bin keine Katze! True. Except for the cat part. So, how do we get rid of the palace? By stealing the treasure held within. Stealing? Denied? I'll tell you more once you agree to go ahead with this. Meinst du said punk? It's my most valuable secret plan, after all. If you want to help me out, I'll gladly teach you. What's your call? Our luck's running dry looking for witnesses. Guess we have no choice but to go along. Einen anderen Weg gibt es nicht. Du musst auf das Herz der Karten hören. Good. Oh, right. There's one more thing I should tell you. If we erase a palace, there is no doubt that the person's distorted desires will be erased as well. Ja, das hatten wir doch schon. But desires are what we all need in order to survive. The will to sleep, eat, fall in love. Those sorts of things. What are you getting at? If all of those yearnings were to vanish, they'd be no different than someone who is shut down entirely. They may even die if they're not given proper care. So... They might die? Will you listen to everything I have to say first? Would their death be our fault? Aren't you determined enough to face those kinds of risks? Nein, die Begierde zu essen ist fies. Ich will ihn nicht umbringen. Also damit meine ich, er soll essen. Of course not. Sheesh. I come all this way and this is what I get. It's not like anyone will ever find out. Ist mir scheißegal. That's not the point. Ja, danke. If we just go around secretly doing whatever we want, we'd be no better than that effing Kamoshida. Ja. Isn't this your only option? I'll come back later. Make sure you've made your decision by then. Wenn ich nein sage, ist das Spiel dann zu Ende. We're getting all worked up for nothing. Damn it. I'll try and see if I can figure out another way. Come on, let's get out of here. Aber dann hat er keine Lust mehr zu essen. Yo, einige Leute meiner Klasse sind am Reden. Diese Suzui. Offenbar gibt es Gerüchte über sie und Kamoshida. Wenn da etwas dran ist, wundert es mich gar nicht, dass ich sie nicht zum Reden bringen konnte. Trotzdem kommt mir das irgendwie seltsam vor. Was meinst du damit? Es passt einfach nicht. Ich kenne Takamaki und Suzui seit der Mittelschule. Kamoshida wäre nie im Leben ihr Typ, weißt du? Also frage ich mich, wo diese Gerüchte herkommen. Ich schätze, wir gehen das morgen an. Ciao. Was die anderen Schüler wohl sagen, ich sollte ihnen auf dem Nachhauseweg zuhören. Dieser eine Seite über ihn geschrieben. Flüster, flüster! This is Aoyama Ichome. Die sieht sogar im Trikot heiß aus, ob ich Chancen bei ihr hab. Willst du wirklich Kamoshidas... Ich mag das Mädchen mit dem Pferdeschwanz. Du meinst aus dem Volleyballteam? Kann ich verstehen. Es gibt auch noch ein süßes Mädchen mit Pferdeschwanz aus dem ersten Jahr. Oh, die Rothaarige. Wirklich? Die habe ich nicht gesehen, Mist. Nee, ich bin... Da. Seitdem ich das Video vom Unfall gesehen habe, kann ich die U-Bahn nicht mehr nehmen. Ja, wieso stehst du dann da? Es gab doch schon ähnliche Unfälle, oder? Was passiert bei einer psychotischen Störung? Du drehst plötzlich durch, bist gewalttätig und verlierst dann das Bewusstsein. Schlussendlich stirbst du einen qualvollen Tod. Wie wurde es mir auf jeden Fall erzählt? Weiter kann ich nicht. Hey, Vincent! Das wäre schlecht für sie. In dem Team sind immer alle verletzt. Manche haben sogar blaue Flecken im Gesicht. Meinst du mit dem Pferdeschwanz, oder? Sie tut mir leid. Takamaki sollte das ansprechen. Sie denkt wohl nur an sich selbst. Als Kamoshidas Mädchen steht sie schließlich gut da. Ach, wir gehen. Okay.
Ja, die Zero ist leider wirklich total easy geworden. Leider wirklich. Ich würde gerne Dr. Pepper wieder nehmen, aber es sind trotzdem 15 Kalorien pro 100 Milliliter. Es ist zwar wirklich viel weniger als von allen anderen Cola-Sorten, die nicht Zero oder sonstiges sind, aber es ist halt trotzdem mehr als Zero, ne? Vorne ist ein Zugangsweg zu einem Geschäftsgebäude. Ich habe nichts Besonderes zu tun, also gehe ich einfach nach Hause. Achso, Hallo. Achso, da geht's nach Hause. Kann ich mir Essen kaufen? Riecht nach frisch gebackenem Brot. Das wäre genau der richtige Energieschub für mich. Offenbar verkaufen die auch einige limitierte Gegenstände. Ich sollte später nochmal vorbeikommen. Ich habe 150.000 Yen. Ich bin reich. Warte. Da. Aber wenn das immer wieder passiert, kann das doch kein Zufall sein. Es war schrecklicher, als der Zug entgleist ist. Meiner Meinung nach stecken Terroristen dahinter. Vielleicht ist es ja eine Verschwörung, denn ein anderes Land greift uns durch Gedankenkontrolle an. Klar. Wenn es Gedankenkontrolle war, dann läuft da was schief. Die Leute sterben doch, oder? Will you please give it a rest? Jim? Nee, habe ich nicht gesehen. I told you, I'm not feeling up to it. Wait, what? That's not what you promised. And you call yourself a teacher? This has nothing to do with Shiho. Shiho's starting position. Auf geht's. Auf geht's. So, komm. Wait, were you listening? Ja. Ich habe gelauscht. Haven't you heard of privacy? Dann schrei nicht so laut. No, I was out of line. Sorry. Das ist die bessere. Hallo? So. Ach so, ich. How much did you hear? These? Irgendwas wegen einer Freundin. Brauch auch längere It's nothing at all. Nothing. Längere Zöpfe. Oh nein, sie weint! Sie weint! Ich frage mich, was passiert ist. Ich sollte ihr folgen. Ja, auf geht's! Wir sind Stalker! Warte! Warte! Lass mich durch! Ich muss eine Frau verfolgen. Wo ist sie? Ist sie gerade da lang gegangen? Hm? Wo ist sie hin? Ist sie nach links abgebogen? Hm? Ach, da steht sie! Ah, hier ist weiter. Alter! Stop following me! Just leave me alone! Nee, die hat davor schon geweint. Geht es dir gut? Why? Why do you keep worrying about me? Weil du so hübsch bist. Gehen wir an einen sicheren Ort. What the heck? I really don't get you. I don't have anything to talk about with you. It was just an argument. Mit Kamoshida? Sie wirkt richtig gestresst. Thank you very much. You've heard the rumors, haven't you? Ja, aber Rumore interessieren mich. Mr. Kamoshida. Everyone says we're getting it on. But that's so not true. That was him on the other line. I avoided giving him my number for the longest time. He told me to go to his place after this. You know what it means. If I turn him down, he said he'd take my friend off as a regular on the team. I've been telling myself this is all for Shiho's sake. I can't take it anymore. I've had enough of this. I hate him. But still, Shiho's my best friend. She's all I have left in that sorry excuse of a school! Tell me, what should I do? Sorry, I shouldn't have asked. It's not your problem.
Ich bin nicht gefriendzoned. What am I saying? I barely even talked to you before. Es tut mir leid. No, this was all my fault. Hallo, die liebt mich. You're so weird. Usually everyone just ignores me. Are you really a bad person? I've heard people talking about you, but I just don't see it. Ich bin von Grund auf schlecht. Is that supposed to be a joke? Yeah. Kinda had a feeling they were all just exaggerations. You seemed lonely. Almost like you didn't belong anywhere. You're the same in that regard. Maybe that's why it was so easy for me to talk to you. Wow, Dominik. Is there really no way for me to help Shio? I wish he'd just change his mind. Like, forget about me and everything. As if something like that would ever happen. Es könnte passieren. Ja, ne? Die steht auf uns. Missy und Dex haben einfach keine Frauenerfahrung. I wasn't asking for a serious response. But I do feel a bit better now. I'm gonna head home. Oh, sie räumt sogar ihr Glas weg. Don't tell anyone what I told you, okay? I'll try and think of a way to persuade Kamoshida. Well, thanks. Ach, bitte doch. Bitte gern doch. Ihr liebt uns. Ihr habt einfach keine Ahnung von Frauen. Suzui. Are you leaving? What is it? Mr. Kamoshida's asking for you. He's in the PE faculty office. What did he say? I don't know. Well, I have to go. Pee 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 pee. On. You're late. Where have you been? So eine Rowdy habe ich belästigt. Bahn hat Verspätung, sorry. Don't give me those lies. By the way, you haven't been hanging around any bad influences, have you? Ich habe einen Freund gefunden. Well, they've got to be pretty strange to want to spend time with you. Just make sure you're careful who your friends are, if you don't want them ruining your life. Ooh, look at the time. Look. Seriously, think about how I feel having to stay up here waiting for you. Hey, I'm leaving. In the future, try not to come back so damn late. Understood? Kannst du bitte aufhören, mein Liebesleben kaputt zu machen? Piep, 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 piep. Was hältst du davon, was Morgana uns gesagt hat? Ich weiß nicht, ob ich das kapiert habe mit dem Begierden stehlen. Und Kamoshida wird irgendwie hirntot oder so, wenn wir das verbocken. Ich meine, klar bin ich sauer auf ihn, aber ich weiß nicht, ob ich den Typen echt umbringen will. Ja, das ist zu viel. Sicher. Ich meine, vielleicht drehe ich nur durch, aber ich will wegen der Sache nicht zum Mörder werden. Na schön. Ich versuche heute Abend, mir was anderes einfallen zu lassen. Na, dann gehe ich halt schlafen. Er kann ja sich überlegen, ne? Kamoshidas verzerrte Begierden stehen. Schaffen wir das wirklich? Aber ich muss jetzt schlafen. Wie soll das Schild drehen, wenn du nicht da bist? Ich kann sich selber drehen. Das stimmt, Geschichte. So traurig. Unglaublich, dass Suzui Senpai so was Wichtiges verpasst hat. Was wohl passiert ist? Herr Kamoshida wollte sie sehen. Ich habe gehört, dass die zwei noch spät zusammen sind. Was da wohl los ist? Du glaubst aber nicht, dass sie... Nein, das kann nicht sein. Mann, in letzter Zeit gibt es nur noch schlechte Nachrichten. Ich habe Angst vor der Zukunft. Oh, übrigens, offenbar besucht uns heute ein Gast in der Schule. So ein junger Typ, glaube ich. Oh, erzähl weiter. Was für ein junger Typ? Wie sieht er aus, Russa? Bin auch ganz ohr. Oh.
so I assume all of you know about the separation of powers. There are three branches in our government. The National Diet is legislative, the Cabinet is executive, and the Supreme Court is judiciary. This division of power provides checks and balances, which ensures no one branch becomes unstoppable. Have you made up your mind? No matter how much thinking you do, there's only one option. You'd be better off just listening to me. Warum bist du da drin? Did I just hear a cat just now? Meow! Could that rumored cat be somewhere nearby? Settle down! We're in the middle of an important lecture. Es bringt nichts. Mir fällt einfach kein anderer Weg ein. Schwänzt du? Ich komme auf diesen Scheiß gerade einfach nicht klar. Ich meine, was machen wir gegen Kamoshida? Machen wir einfach, was uns, was diese Katze uns sagt? Diese verdammte Felgenroll. Wie ist das verdammt? If you only knew, I'm reading this too. Hey, what's that? Enough! This is a classroom! Wait, she's going to jump! Was? Nicht so Suyu, nicht an. Ach, an sitzt vor uns. Shio? For real? Come on, let's go. Hey, stay in your seats. Do not step foot outside of this room. Lass mich raus, ich mach das. Ich kann mit Frauen. No way. Huh? Is she gonna commit suicide? It's Suzui. Jetzt steh endlich auf. Suzui. Nimm huh? Die Katze mit. Suzui, son. Katzen machen glücklich. Sie kann auf mich fallen. Oh. Na. Wieso war die? Ist doch noch gar nicht tot. Die hört auf, als ob die tot ist. Why? Als ob sie wirklich tot ist. Hey, what's going on? Ja, we should head to the court. Ja, ja, lass mich. Ich kann schnell reisen. Ich kann nicht schnell reisen. Ich dachte, ich könnte jetzt schnell reisen und könnte mich unter sie werfen. Lasst mich durch. Was ist denn hier los? Die ganzen Leute kommen mir niemals vorbei. Vielleicht klappt es ja bei Fachgebäude. Achso, jetzt hat er doch geredet. Also müssen wir uns eigentlich so beeilen. Also, wenn du... Hey, let me through! What the hell? Let me through, man! Please! Ich laufe nur auf das rote Ausrufezeichen zu. Ich springe einfach die Treppe runter. Class is still in session. Sie wackelt noch, sie lebt. Shio! What the hell's wrong with these people? We need someone to go with her. Are there any teachers around? I'm not in charge of her class, though. We should leave this to Principal Kobayakawa. I'll go! Please hurry! Shio... Why? Mon, I'm sorry. I can't take this anymore. Shio? Huh? Kamoshida? No! Shio! Sie atmet. Ja, so hoch war ich ja auch nicht. Volleyball team. Return to your classrooms at once! Klar. Klar, das... Guy. Klar, also... Hey, Unterricht war bei sowas, klar. Weird? Garantiert. We're gonna make him talk this time. Nein, nein. Also, Teachers, bei mir ist niemand return gesprungen. To your classrooms for the time being. Please, do not let any students go home yet. Ah, that hurts. Why'd you run like that, huh? I didn't run. She jumped and tried to kill herself! Leave me alone. Die Katze da oben. Sag es uns einfach. He's right. We ain't trying to get you busted. We won't say you talked either. Suzui.
She was called out by Mr. Kamoshida! Wait, what? I was called by him a number of times too, to the teacher's room. It wasn't just me or Suzui either. He'd nominate someone when he was in a bad mood, and hit them. So the physical punishment thing was for real. And yesterday, he called Suzui out of the blue. She didn't make any mistakes or anything. Mr. Kamoshida seemed really irritated that day. So it must have been worse than usual. He didn't... That son of a bitch! Das ist so ein netter Lehrer. Ich mag den wirklich sehr, ne? I bet. Sakamoto's going to find Mr. Kamoshida. Mr. Kamoshida's probably in the PE faculty office on the second floor. Klamotten. Was? Entschuldigung, ich wollte nicht shoppen gehen. He went into the PE faculty office. Let's hurry. We have to go after him. Du solltest vielleicht aber nicht mitkommen, Junge, ne? Weil sonst weiß er ja sowieso, von wem das hat, ne? Schloss einreißen, sagt er. Auf jeden Fall. You bastard! The hell did you do to that girl? What are you talking about? Don't play dumb with me! That is enough! What you did wasn't coaching. Mit dem jetzt plötzlich los? Oh, die Katze ist wieder dabei. What did you say? You ordered me to call Suzui here. I can only imagine what you did to her. You're going on and on about things you have no proof of. Basically, you're simply making these claims because you can't be a regular on the team, right? That's not what this is about! Even if it is exactly as you imagine it to be, hypothetically speaking, what can you do? Der Typ hat keine Begierde zu essen verdient. Der Typ hat... Nee, der muss Essen nicht genießen. Alles gut. We just received a call from the hospital. Suzui's in a coma, and her chances of recovery are slim. How would someone like that make a statement? There's no chance of her getting better, I hear. Oh, the poor girl. No. I can't be. God damn! This again? Does this mean we need to have yet another case of self-defense? You shut your mouth, son of a bitch! Why are you stopping me? Lass ihn reiten. But still! Oh, you're stopping him? What a surprise. There's no need to hold back. Why not attack me? Oh, you can't. But of course you can't. Everyone present right now will be expelled. I'm reporting all of you at the next board meeting. What? You can't make a decision like that! Who would seriously consider what scum like you say? You threaten me too, Mishima. So you're just as responsible. Huh? To think you didn't know why I kept someone as talentless as you on the team. You act like you're a victim. But you leaked his criminal records, didn't you? It's all over the internet, correct? How terrible. Mishima? He told me to do it. I had Natürlich hat er dich gezwungen. Now, are we finished here? You're all expelled. Und du wirst keinen Hunger mehr haben. Your futures are mine to take. Now get out of my sight. I can't believe this asshole's getting away with this. Der wird sie nur wundern. Huh? Oh, right. We have that. Huh? Have you lost your mind? Nein, aber du. You worthless kids aren't making any sense. But sure, go ahead and try. After all, you'll have plenty of time to kill until expulsion. We can't waste any time. We gotta hurry up and go to that world and beat the shit out of that asshole. We're not beating him up. We're simply stealing his distorted desires. Can I assume that you've made up your minds about this?
About how he might suffer a mental shutdown? I have. Someone almost died because of him. I don't give a rat's ass what happens to him anymore. Rat's ass. And you? Ja, mir auch egal. Then it's settled. By the way, is getting rid of a palace hard? You've tried it before, right? When did I ever say that? Huh? What? Were you just pretending to know? Is it true that you're getting expelled? Everyone's talking about it. That asshole's at it again. So you came all this way to tell us that? You're going to deal with Kamoshida. Endlich! Let me in on it too. Endlich haben wir sie. I can't just sit back and do nothing after what happened to Shiho. This has nothing to do with you. Don't butt your head into this. But it does! Shiho's my... I said don't get in our way! That was harsh. Yeah, I had angst um sie. We can't take her somewhere like that. I hope she doesn't do anything too crazy. Women can be much bolder than men at times. We just gotta hurry up and deal with Kamoshida. Let's go already. Schau mal, gute Nacht, Sascha. The moment we cross over, we'll treat each other like phantom thieves. So I hope you're ready. Huh? Phantom thieves? Those who covertly sneak in and stylishly steal treasure. That is what we become. Nicht übel. That sounds kind of cool. So we just gotta say the school, Kamoshida's name, and castle. Then we end up in Bizarro World. How the hell's all this work? Someone make it? Ja, muss ja, ne? That's kind of creepy, but seems useful enough. We'll show that effing Kamoshida. Let's go. They really are going to do something. They're doing something on their phone? A name? A school? Huh? Bis gleich, Sascha. Mickey Mouse. All right, time to bust on through. What is this? Get off. Tsukamaki? That voice. Sakamoto? And are you? Why are you here? How should I know? What's going on? Hey, where are we? Isn't this the school? Oh, die Katze liebt sie. I see. Perhaps she was dragged in because of that app thing. Gut, die Katze ist wohl doch nicht. If multiple people can enter with the person who uses it, it stands to reason it'll pull anyone nearby. For real? Wait, so this is related to Kamoshida? Anyways, you gotta leave. No! The shadows are going to find us if you make a scene. No way! It talked? Oh my god! It's a monster cat! Monster? You better explain what's going on! I won't leave until you do! Looks like we gotta force her. But how are we supposed to do that? Just take her back to where we came in. That's how it worked last time, right? Oh yeah! Can you lend me a hand? Ich fühle mich mies. Können wir sie behalten? We can't deal with Kamoshida if we don't. Natürlich können wir. What are you? We'll explain after everything's over. Hey! And just where are you touching? Whoa, sorry, I didn't mean... That's not important. You guys, seriously? Ah! We better be careful from now on when we use that app. You should have checked the tools you used. Why do I, the one who was just watching, know more about it than you two? Shut up. Ah, jeez. Tsukamaki found out right when we were starting off. We gotta deal with this fast.
That girl's name is An Takamaki, right? Lady An. The shadows have noticed us. You better brace yourselves. Got it? We're counting on you, Joker. Joker? That a nickname? Don't refer to it in such a lame way. It's a code name. What kind of stupid phantom thief would use their real name? I'm not down for that. And there's no telling what kind of effect yelling our real names will have on the palace. It's just a precaution. So, why is he Joker? Because he's our trump card when it comes to fighting strength. Ist ja peinlich. Nicht übel. Cool. It's settled then. Next up is you, Ryuji. You'll be, let's see, Thug. Are you picking a fight with me? Yeah, I'll choose it myself! When it comes to me, it's gotta be this mask. Honestly, I actually kinda like it. What if we named me after this? Fine. Why not Skull, then? Hey, gute Veritas. Oh, that sounds awesome! I'm Skull! Skull? What do we do about this one's code name? Was meinst du? How about Mona? Well, if Joker thinks it's easier to call me that, then I'll go with it. Mona. All right. From here on out, we're Joker, Skull, and Mona. We need to be absolutely thorough about using those code names from now on. Wir sind irgendwie wie so eine uncoole Heldentruppe. Eine richtig uncoole. Right. Time to go steal this treasure thing. Let's make a dash for it. Rennen. Wenn du während der Bewegung R2 hältst, kannst du rennen. Oh, Lurker hatte recht, mit R2 ist auch irgendwas. So durchquerst du einen Palast schneller, aber sei vorsichtig, wenn du rennst, können Gegner dich leichter entdecken. Ruhe! Was ist das? Ach, da ist der Eingang wieder. Damn it. Sieht so aus, als würde ich die Tür immer noch nicht öffnen. Hab ich dir nicht schon letztes Mal gesagt, du sollst nicht vorn reingehen? Ach, ich erinnere mich. Nehmen wir den gleichen Weg wie beim letzten Mal. Ja, ja. Ja, Lurker, du hattest halt einfach. Anscheinend kennen sie diesen Weg hinein noch nicht. Joker, Skull, seid ihr bereit? Gehen wir. Hallo, Joker, Skull und Mona. Praise be to King Kamoshida! Death to the intruders! Amen? Was zur Hölle? Hey, look! Ain't that... Those intruders the other day were quite entertaining. However, I can't allow that trash to ransack my castle! Strengthen the security, kill them on sight! I'll reward whoever brings me their heads. Praise be to King Kamoshida! Death to the intruders! Hey, Mona, can't we just beat the crap out of him and call it a day? Look at all those soldiers, idiot! It'd be suicide! And I'm sure you don't want a repeat of last time. Besides, don't you want him to confess his sins? There's no point beating him up. We need to steal his materialized desires. The treasure. Fine. So where is it? It has to be somewhere in the depths of this castle. Let's infiltrate further in while he's out here. Da kann ich hier. Ich will sie durch, richtig? Oh. Damn it. Damn it. Verdammt, hier drüben ist auch eine Wache. Was willst du tun? Sollen wir ihn platt machen? Warte. Das ist vielleicht eine gute Gelegenheit, euch was beizubringen. Also, Joker, bist du bereit, loszulegen? Auf jeden Fall. Remember how I taught you hold-ups and all-out attacks? I'll teach you their practical use now. There's another use for hold-ups, besides simply defeating enemies. Shadows are beings born from people's hearts, so naturally they can talk, too. In other words, you can communicate with them. Get it? If you talk to them when they're cornered, they might offer money or items since they don't want to die.
Ja, Veritas, sowas hat bei mir auch immer so Chips und sowas. Die hat immer Luft drin. In fact, talking has a better chance of scoring something great, as opposed to just offing them. Well then, let's do the first step. Knock all the enemies down and do a hold up. Joker. Verführerisches Mädchen, oha. Wirklich, ihr seid die Eindringlinge, von denen König Yamushita gesprochen hat? Das ist ein Albtraum. Was macht ihr jetzt mit mir? Geld her. Ich will einen Gegenstand. For real? Tab, wenn ich euch etwas gebe, lasst ihr mich am Leben? Well, something along those lines. Now let it be money or items. Just cough it up. Sorry. Aber das passiert so plötzlich. Ich habe doch gar nichts bei mir. Normalerweise habe ich das. Oh, wait, what? This isn't how I was planning this to go. Ja, schlimm will ich das, ne? Hallo, Andy. If that's the case, I guess it's time for you to go to hell. Ich den Körper stiften. For real? For real. Sorry, but we're in a hurry. Nein, wartet. Können wir das nicht anders regeln? Bitte tötet mich nicht. Lasst mich gehen. Gut. Wow. Kannst du das wirklich ausschneiden? Hä, ich hab gut gesagt. Ich weiß, wie du dich fühlst. Ich bin wie du. Boah, ich fühle mich so anders. Irgendetwas passiert gerade. What the? What's going on? Cool. Oh ja, ich erinnere mich wieder. Ich gehöre nicht bloß zu König Yamushita. Ich bin eine Existenz, die in dem Meer der Menschenseelen herumtreibt. Mein richtiger Name ist Pixie. I am thou, thou art I. Ich bin Pixie und ich werde in deinem Herzen weiterleben, ne? What was that just now? What happened? Ich bin auch das gute Zeug an Drogen. Was zur Hölle war das denn? Der Gegner wurde in Jokers Maske gezogen. Keine Ahnung, damit hatte ich auch nicht gerechnet. Eindringlinge, halt! Mist, sie haben uns entdeckt. Aber nicht der Mitternacht so eine anhaben. Und ich die zwei Hörner. Der letzte Kampf hat neue Möglichkeiten in mir geweckt. Personas wechseln. Das Potenzial von Ludo ermöglicht es, mehrere Personas gleichzeitig zu haben. So kannst du frei zwischen gerufenen Personas wechseln. Wechselst du deine Persona, ändern sich deine Werte, Elementarfinitäten und verfügbaren Skills entsprechend. Drücke im Persona-Menü L1 oder R1, um Personas zu wechseln. Wenn du nicht kämpfst, drücke 3 und wähle Persona, um sie zu wechseln. Normalerweise kannst du beliebig Personas wechseln, aber während des Kampfes kannst du nur einmal Personas wechseln. Let's go! Is that the shadow from earlier? Don't tell me. Did you take in the shadow's appearance and powers as a persona? Persona! Au, 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 was soll, hey, was soll das? Gib mir deine Kraft. Yeah, so willst du es also, ja? Dann rede ich zuerst, dann entscheide ich, ob ich dir helfe. Du gehst noch zur Schule, oder? Darfst du dann hier einfach so rumhängen? Hey, warum bist du nicht in der Schule? Ich bin fertig mit der Schule. Kleiner, mir ist egal, ob du in der Schule bist. Ich will nur aus dieser Situation hier raus. Ach, ich verrecke ja eher, also kann ich wenigstens noch was Gutes tun. Kleiner, wenn dir was auf dem Herzen liegt, ich kann dir gern zuhören. Ich rieche nach Schweiß. Wait, what? Das ist was ich hört. Ich dachte, du würdest da drüber stehen. Ja, ich könnte dir dieses ihr geben. Und nun vergiss mich einfach. Häufig unterhalten. Was? One Piece? Geh für heute, merkt ihr das. Holy! Does that mean you can wield multiple personas? Send boring
Hä, aber... War noch zwei. Wo ist der zweite hin? Hey, Mona. What was that about? What did Joker do? He sealed the enemy's appearance and powers into his mask and made it his new persona. Ich glaube, ich habe 200 geschafft, ne? Is such a feat even possible? Even I've never seen anyone pull that off. Ja, das ist wichtig. Ist das gut? Of course it is. Only one heart exists per person, so normally a person can only have one persona. Incredible! That ability will give us a huge advantage in battle. Alright, try to do that even more if the opportunity arises. You better help out too, Skull. Hell yeah! We'll hold every last one of them up! Schattenverhandlung. Während des Holdups kannst du mit gegnerischen Schatten verhandeln. Hast du damit Erfolg, kannst du eine neue Persona erhalten. Ist dein Gegner eine Persona, die du bereits besitzt, erscheint deine Maske neben ihrem Namen. Sagst du, gib mir deine Kraft, gewährt sie deiner eigenen Persona-EP, auch wenn sie momentan nicht ausgerüstet ist. Entscheide dich zwischen einem mächtigen Angriff für Erfahrung oder einer Verhandlung für eine Persona oder eine Belohnung. I like you even more now. I really do have something special after all. Also, ich finde das, also ich prangere an, stiehl Kamoshidas Herz. Das prangere ich an, ich will sein Herz stehlen. Und da kamen wir her, das heißt, wir müssen jetzt hier durch. Halt für Waifu Placement. Ich habe kein Placement. Hallo? Ja. Ich weiß nicht wieso, aber irgendwas kommt mir an diesem Flur komisch vor. Im Moment können wir hier nichts tun, versuchen wir es anderswo. Treasure chest spotted. Must be something good inside. Treasure chest spotted. Nein! Warte mal. Ich will die Pumpkins nicht haben. Ich will die Pumpkins haben. Warte, das ist keine gute Idee, so rücksichtslos zu schießen, yo. Yo. Holy cow, ich will mal. Gib mir deine Kraft. Hey, dann lass uns reden, yo. Wenn wir auf einer Wellenlänge sind, denke ich drüber nach, yo. Kommst damit nicht ungestraft davon, yo. Ich bin ein hochberühmter Schatten, weißt du? Meine Fans werden nicht das einfach hinnehmen, Meine Fans werden nicht das einfach hinnehmen. Meine Fans werden nicht das einfach hinnehmen, yo. Bitte verzeih mir. Ich mag das nicht, wie du mit mir sprichst. Bist du etwa ein Obermacker, yo? Sag mal, glaubst du, dass ich wie ein Trottel spreche, yo? Ehrlich gesagt, ist das alles nur Getue, yo. Was meinst du, wie ich wirklich bin, yo? Du bist gut so, wie du bist. Ja, ja, ich weiß, yo. Ich hab mich schon gefragt, ob ich genug Abwechslung biete, yo. Ich war sehr dein Gedanke, yo. Hi, ich erinnere mich wieder. Ich bin ja kein Schatten, yo. Ich lebe im Meer der Menschenherzen. Ich bin Jack O'Lantern, yo. Ich bin du und du bist ich, yo. Also, yo kann ich, okay? That's a new one, isn't it? Okay. Der läuft so schnell, ne? Hat doch viel. Das brauche ich. Let's do it. Er hat einfach getötet. Losers. A spectacular victory. Warum das zwei Ohren noch Pflanzenbalsam hatte? Sie können so. Weil er einfach. Sprache broken, yo. Ey, Maschallah, schwör, ne? I leveled up. Entschuldigung. Okay.
So, ich brauche auf jeden Fall das hier. Was ist das? Silberdolch? Wow. Oh, das sieht klasse aus, Joker. Warum probierst du es nicht mal aus? Zeit für etwas Abwechslung, yo. Oh, der hat die automatisch reingemacht. Was bringt denn die Bauchtasche? Kleine Gegenstände aufnimmt. Klarsichtbrille. Geldboost. Segenfluch annullieren. Lebensboost. Am Computer auf jeden Fall für die Katze. Hosenträger. Was bringen denn die Hosenträger? Gar nichts. Okay, dann kriegst du mehr EP. Was hab ich? Die Katsunoa-Stange. Was bringt die? Hören wir denn die? Ich weiß nicht, was mir das bringt. Vielleicht sollte ich, glaube ich, Geld boosten. Das ist gut. Wir werden reich. War hier nicht noch einer? Da war doch noch einer. Oder nicht? Meine Frühjugend. Oh, Andy. Hey, look. Noch reicher, noch reicher. Oh, eine weitere nebulös aussehende Tür. Nebulös, aha. Das ist das Ding. Wie heißt es doch gleich? Ein Schutzraum. Wir können unsere Strategie drinnen besprechen. Hier gibt es viele Orte, die selbst ich nicht kenne. This is that place from earlier. Das ist dasselbe wie vorhin. Achso, das ist die Rede, What's up with this app? I just said the word Sakamoto said and I ended up... Princess? Huh? Princess! Aren't there even more shadows here than before? Just getting this far has been a real pain in my ass. It's all because you guys provoked Kamoshida, you know. Still, he seems to be awfully on guard. Anyways, how are we supposed to steal that treasure thing? Don't be so hasty. First, we need to secure an infiltration route. A what? A path to the treasure's location. But honestly, I think we'll need a little more manpower in order to accomplish this. At the very least, one more person would be nice. Hey, you say you don't have your memories and all, but somehow you still know about that kind of stuff? Do you think this thing's really got amnesia? Danke schön, Quoti, für die 100 Bits. Danke schön, vielen lieben Dank. Keine Fallout-Zöpfe, ich bin an. Ich muss in meinen Charakter reinfinden, um sich klar zu machen. Nach Story of Seasons. Ich dachte, das wäre für euch durch. So. Also ich dachte, das interessiert euch einfach nicht mehr. Deswegen dachte ich, ich spiele dann alleine. So. Also wenn das so viele noch sehen wollen, können wir es gerne im Spiel wieder spielen, ne? Hab ich auch kein Problem mit. Weil spielen würde ich sowieso. Ich glaube an Mona. At least you're a step above that moron. Don't call me a moron! Zöpfe. You sure talk big, but what if it turns out you're just some stray cat in the end? That can't be. Still, why was a princess in such an odd place? Princess? Danke schön, Heidi. I could have sworn we were pursuing the readings of an intruder. It doesn't matter now. We must take her back to King Kamoshida. Who's this princess they're talking about? I should probably look into this. And yet another question goes unanswered. Stuff like the castle and that navigation app are mysterious, but Morgana's got them both beat. Vielen, vielen Dank. Danke schön, heilige Wurmerkatze. Zöpfe bring Geld. Apple Boy. Ich dachte, das würden alle langweilig finden. Du meinst Mona, oder? Oh, crap, sorry. What was I again? Oh, yeah, Skull. This is bad. That was fast.
your friend, Lady On. Lady On. She's been taken by shadows. Mit Katze los. Wait, what? We sent her home earlier. If Lady On does indeed have the app, it could be possible. Oh no. Don't tell me it got put on hers just like mine. Damn it! We let her out for her own safety and she just came back in by herself. Dankeschön, Dominik. Damn it! Verdammt, wir haben keine Zeit für eine Pause. Wir müssen uns beeilen und sie retten. Viel Zipfer, Kopf packen. Ja! Dankeschön, Dominik. Vielen, vielen Dank für die 3 Subgifts. Danke für die Subgift an Gladuli, an Zitrone und an Stealth-Karte. Danke. Vielen, vielen Dank. Danke. Ja, wunderbar, gut. Ja, dann machen wir wieder Story of Season. Ich dachte, ihr wollt nicht mehr. Nein, mag ich. Ich kann speichern. I should write something. Ich glaube, speichern wäre gar nicht so verkehrt, ne? Nicht, dass das Spiel doch abschmiert. 5 Stunden genau. Das ist Timing. Zielsicher bin ich. Was ist das denn? So, der leuchtet gar nicht. Sieht nur so aus. Okay. Yes! Folgt mich. Geh voran. Okay, let's go. Ist direkt hinter diesem Ort, der aussieht wie ein Speiser. Gehen wir. Joker. Wo willst du denn hin? Das ist nicht der richtige Weg. Okay, Entschuldigung. Hilfe. Is this some kind of filming? Who's in charge here? Was? There's 2 enemies. Don't underestimate them. Let's go. Hold up, ja. Okay, jetzt kriegen wir den aber. Au, au, au. Hey, was soll denn das? Hab sie auch nicht vergessen und fahren halt. Ja. Wir machen schon alles. Alles gut. Kein Stress. Wir kriegen das schon irgendwie hin. Gib mir deine Kraft. So willst du es also? Ja, dann rede ich zuerst. Dann entscheide ich, ob ich hier bin. Ich war nur auf der Durchreise und du hast mich übel zugerichtet. Hey, was ist los mit dir? Ist dir irgendwie mal was Übles passiert oder so, Kleiner? So ist das nicht. Hey, du hast dich da gerade echt durchgeknallt auf dem Gürtel. Du hast Waffen. Willst du kämpfen? Hey, behandelst du mich so, weil ich so aussehe? Was ist überhaupt so schlimm an mir? Nichts ist falsch. Du bist eigentlich recht verständnisvoll, Kleiner. Was für ein Zufall, so sehe ich das auch. Ich glaube es einfach nicht. Jetzt erinnere ich mich nicht mehr. Ich bin kein Schatten von hier. Ich lebe im Meer der menschlichen Seelen. Nenne mich von nun an Zweihorn, ganz ohne Ehrenanrede, Kleiner. Oh, ich muss nicht mehr Herr Zweihorn sagen. Your power is incredible, Joker. Nicht noch jemand. Oh ja, klar, gute Idee. Bald. So, Resident Evil müssen wir noch 5 Spiele durchmachen, oder? Ach gut. Okay. Alicia. Okay. Jetzt haben wir alle gefangen, die wir fangen konnten, ne? Also bisher. This way. Alter, da hat aber jemand dreckige Schuhe. Ich liebe sie, wie sie ist. Verurteilt sie nicht. Bist du bereit? Ein Moment. Ich bin soweit. Yes. Okay, gehen wir. What's all this about? Seriously, I'm gonna call the cops. So, this is the intruder. Bist du nicht die Prinzessin? Kamoshida? Kann die überhaupt ein Intruder sein? Who's that? More importantly, what is this place?
Why is the school turned into something like this? I can't believe you mistook my aunt for someone like her. Are you afraid? No. What is that outfit? Have you lost your mind? I do as I please here. After all, this is my castle. The world of my desires. What the? Wait. Is this some red light district? What a lively slave. This isn't funny! Enough of the bullshit, Kamoshida! The girls decided to tell me off. What do you think of that? Talking back is like totally unforgivable. In that case, she should be executed. Now then, how should I play with you? Shall I tear you into little pieces? Are you kidding me? This is effed up. Is that what he thinks of the girls on the volleyball team? Hey, that's... Takamaki! Was spiele ich hier? Just when I was about to start enjoying myself. What's the deal with this guy? You little... How many times are you gonna come back? I bet you just like those thieves. You came because you're pissed at me, huh? But, I forget that chick's name. But it's your fault she jumped, you know. Huh? You were so reluctant to throw yourself onto me that I had her take your place. You bastard! No! Take one more step and I'll kill her on the spot. Damn it! Just sit back and enjoy the dismantlement show. Ja, räum mal bitte auf, Lurker. No, don't! Maybe I'll start with her clothes. You're such a perv! Hey, what are we gonna do? Takamaki! Is this my punishment for what happened to Shio? That's more like it. You should have looked like this from the start. Shio, I'm so sorry. Hörst du dir das einfach an, hä? Hä? Bist du so schwach? Huh? No. I don't want that. Die ist stille, ne? You're right. Letting this piece of shit toy with me? What was I thinking? It's like I always say, slaves should just behave and... Shut up! I've had enough of this. You pissed me off, you son of a bitch! Und? My... Ja, Gott sei Dank. Far too long. Tell me, who is going to avenge her if you don't? Forgiving him was never the option. Such is the scream of the other you that dwells within. I am thou, thou art I. We can finally forge a contract. I hear you. Zabat! You're right! No more holding back! There you go. Nothing can be solved by restraining yourself. Understand? Then I'll gladly lend you my strength. Wie sieht die denn aus? Die ist ja cool. Solche Brüste. War das Selbstmord? You know what? I'm not some cheap girl you can toy with, you scumbag. Bitch! You stole everything from Shiko. You destroyed her. Now it's your turn! I will rob you of everything! How dare you! Enough of your insolence! Sechs Finger weg, gehört mir. Ach, gehört mir. No, I've had enough of you.
No one's gonna stop me now. Let's go, Carmen. Los, Carmen. Elektra. Was du denn? How dare you deny King Kamoshida's love, you selfish lass? Pay for this insolence with your life. Ist der auf dem Klo? Wieso sitzt der auf dem... Wieso sitzt der nicht? Du musst schon auf... Ah, okay. That dirtbag just sees women as sexual outlets. Don't make me laugh with that love bullshit. Dreh dich so, endlich sagt mal jemand. Come on, Carmen. Let's give him hell. Persona! Agi und Dia. Liebe Carmen. Alter, Carmen ist Feuer und Hallen. Genau meins. Carmen ist mein. Carmen! We did it! They've fallen flat! Gib mir deine Kraft. Alter, das ist doch blöd. Warum reden wir überhaupt? That won't work right now. Zeig mir das hier. Ich will einen Gegenstand. Nein, oh. Nichts, was ich sage, könnte dein verdammten Dickschädel durchdringen. That won't work right now. Gegenstand. Ja, das ist doch blöd. Warum reden wir überhaupt? Words aren't getting through. Okay, gut, dann halt. Warum ist er denn so schwach? Oh, hat er gerade gekackert? Persona! Go! Persona! Oh, that's a big help! Grüße ihn? Danke. Skull's right up! Let's give him some payback! Tut mir leid, Obi. Aber der hat es auch nicht verdient. Persona! So, Feuer. Damn, Carmen! You did it! They've fallen flat! Können wir jetzt endlich reden? Gib mir deine Kraft. That won't work right now. Ja, Feuer ist ja auch. Also Feuer ist ja effektiv. Blitzt nicht. Feuer schon. To think there would be a woman who could stand up to King Kamoshida. Alter, ist das sexistisch? Ist das jetzt gerade sexistisch gewesen? Sie hat eine Peitsche in der Hand. Ich liebe sie. Ich liebe sie. Outside of school, that guy's nothing but a pathetic loser. Ich hoffe, dein Klo explodiert. Vergesslich schlafen, hungrig bei einem Verbindung. Oh, hungrig halt es. Ich brauche auch Patra. Oh, shit. Wait! Why'd you come here, man? And more importantly, how? Hey, is that how you speak to a woman? Danke. Are you all right, Lady On? Lady On? Wait, what is this thing? Is it alive? How can it talk? And where in the world are we? Just calm down. Everything's going to be okay. Don't worry. How am I supposed to calm down? Huh? Why am I dressed like this? Where did I... Hier. Also außer das Pink zu dem Rot bin ich nicht so doll, aber What's nee. What's with this? Ein Barbecue. Oh, stimmt. Aber, also wenn man es dann anwenden kann, wann man es haben will, wenn man eh nichts Gutes
zu essen hat oder wenn man abnehmen will, dann hätte ich gern Patra, aber nicht auf Dauer. Wenn man auf Dauer, dann lieber gar nicht. Du siehst super aus. Huh? What are you talking about? What the hell are you thinking? Well, I'm stumped. A search party will be coming for us soon. There's no time to explain. We don't have a choice. Let's retreat for now. We were just getting fired up and you had to go and get in the way. Fine. Here, give me your arm. You take the other side. Hä? Warum? Wann hört Luna auf zu sabbern? Gar nicht, Kurti. Gar nicht. Aber danke für die 100 Bits. Danke. Thanks. Danke. Looks like we made it back. Hey, are you okay? Well, pretty much. Wait, I lied. I'm still confused about all of this. Können wir bitte beachten, wie sehr die Katzen-Morgana, also die Katzenform von Morgana, sie anschmachtet? Dankeschön, Kurita. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. You may be safe now, but a lot sure did happen back there. Achso. At any rate, we stand out too much here. Let's relocate to a safer spot. Which one you want? Whichever is not carbonated. Oh, ich mag auch stilles They're both Wasser. Actually. Then. Here you go. What about me? Huh? But you're a cat. Have you calmed down, Lady On? Morgana, right? I really am talking to a cat. This feels so strange. Oh, sorry. You're not a cat, right? Netzi is! It's only natural that you're confused. Demanding that you understand all of this right after what you went through is asking too much. Honestly, I still can't believe what happened. That power. My persona. It's the will of your rebellion, Lady On. With it, you'll be able to fight in that other world. So if what you told me is true, we can make Kamoshida have a change of heart, right? Is it really possible? Can we actually force him to confess his crimes? The volleyball team's keeping quiet about this while teachers and parents turn a blind eye. If guys like us try and complain, they're just gonna shoot us down. Going all in on this plan is the only choice we got. Then let me help too. I want to make him pay for what happened to Shiho. He just keeps going like nothing happened, even after what he did to her. I'll never forgive him. Warum, Tobi? Wait, did you just say, let me help? You mean you want us to take you along? Don't act like I'm going to drag you down. Aren't you watching? I can fight too. Hey, what should we do? Ich fand nett, fand ich. Sie macht das sicher super. Ich bin simp. I agree as well. We are lacking in manpower after all. Don't worry. I'll protect her. Even if you said no, I'd just go in alone. Ah, right. She can go by herself. I guess it'd be more dangerous turning her down. Ach, ich kann ja schon alleine irgendwo hingehen. Oh, ups, hab ich vergessen. It's decided. Well, I hope we get along. I'm going to make Kamoshida atone for what he did. Not just for Shiho's sake, but for everything he's done. I won't let any more people suffer because of him. I'll do whatever it takes. Ich will auch so harte Zöpfe wie sie. Ich spüre einen starken Kampfgeist bei Ahn. Oh oh. A group like yours must have relied on subtlety and misdirection. Otherwise, you'd never survive. Some of you might even have been hiding behind a public face their entire lives. If you're listening, then answer me. I am thou. Thou art I. Thou hast acquired a new vow. It shall become the wings of rebellion that breaketh thy chains of captivity.
kurz Nase. With the birth of the lover's persona, I have obtained the winds of blessing that shall lead to freedom and new power. Ah, sie ist Liebende. Eigentlich müsste sie Geliebte sein. Lamoureux? Alright. Du hast die Liebende Vertraute freigeschaltet. Die Fusion von Personas des Liebende Arcana gewährt dir jetzt EP durch den Arcana-Schub. Just let me know when you're heading back in. Oh, wait. We don't have each other's info. Hey, give me your number and chat ID. Krieg ihre Handynummer. I'll be counting on you then. Same goes for you, Morgana. The pleasure is all mine, Lady An. What a kind girl. Such admirable consideration for others. And the innocence to cast herself into the jaws of death to achieve her goal. She cares about her friends, and she's beautiful to boot. What a girl. She's captured my heart. Hey, Finger weg. Dude. Pfoten weg. You know, it'd be better if this group could get together quick from now on. True. Our best option would be to make a secret hideout where we could discuss these things. Hideout, huh? I like the sound of that. The school rooftop would work. It seems like nobody goes up there. For the time being, that will make the perfect hideout. I can't contact you from inside a palace, so I'll stay in this world. That being said, I'll need someone to take care of me. I'm personally nominating you. You should feel honored. This is all you. There's no way I can at my place. The train will be arriving soon. Well, we now have our hideout, so let's meet there tomorrow. Oh, ich habe eine Katze bekommen. Okay, let's go look at my new residence for this world. Alter, diese Katze, ne? Die ist einfach so krass wie eine echte Katze. Gut, sie kann sprechen, ja, aber ungefähr so sind Katzen auch. Dieses, ja, du darfst mich bedienen. Ungefähr so sind Katzen. Ja, nicht. Das Dach der Studienakademie ist ab jetzt euer Versteck. Wer bist du denn? Stay upstairs while we're open for business. Punkrock-Frau. Yes? Hey, lay off the customers. Sorry if he was rude, Doctor. I don't mind. Come on, you're getting in the way. Go on upstairs. Können wir die mitnehmen? Der folgt Rumi. Oh, das ist der Bruder. Ja, wir müssen umziehen. Stimmt. Raus aus dem Laden. Try not to bother the customers. Come on, you're getting in the way. Aber die hat coole Klamotten an. Und die Haarfarbe ist mega cool. Die Hose, ne? Ich stehe auf Löcher in der Hose. Warte noch bis später, das Café hat doch noch geöffnet. Thanks. I'll see you later. Come back again. Ja, die Schuhe. That's it for today. Oh, that customer just now? She's the head doctor over at that clinic down the street. Rumor has it she gives pretty crappy examinations and sells some weird homemade medicines on top of that. Oh. At least, that's what I've heard. I haven't been there myself. They should really just leave her alone. It's not like she's getting in the way of their lives. Hey, are we there yet? Well, I gotta get home and start making dinner. Place. Is this some kind of abandoned house? Hey, are you? I was wondering why I heard meowing. What did you bring it here for? Sie wurde ausgesetzt. That's a shame. Look, this place is a restaurant. Animals are a no-go. Though, I guess you might stay on good behavior if you've got a pet to take care of. Fine. But keep it quiet when we're open for business. And don't let it roam downstairs, or I'll toss it out. Oh, and I'm not going to take care of it. That's all on you. Was that the ruler of this place? The ruler.
He seemed pretty understanding for someone who keeps you cramped up in this dump. Then again, I suppose to normal people, I just sound like a meowing cat. Seriously, I had to keep calling out in that cute little voice. Make sure you wash that dish. By the way, have you decided on a name? Yeah, is that Toby? Morgana? Huh, I was hoping I'd get to name it. No, guck wie lieb er sie hat. Looks like the chief likes me better than you. Ist ja auch weiblich. And to be honest, this place is heaven compared to Kamoshida's cells. Remember how you guys asked me before about what I am? To be honest, I don't remember anything about my birth. I think the metaverse's distortions made me lose both my memories and my true form. Ja, Lurke, war ja klar, weißt du. Ist ja auch, wenn du eine Frau mit nach Hause nimmst, also nicht auf die Art und Weise, wo ihr beide im Bett schlaft, dann würdest du sie ja auch im Bett schlafen lassen, richtig? Ist diese Gestalt eine Katze? I already told you, I'm an honest to God human. If I were originally just a cat, how could I talk? It doesn't make any sense. Macht auch keinen Sinn, dass du ein Mensch bist, der aussieht wie eine Katze und reden kann. I'm sure that once they're purged, I'll finally be able to get that self back. And I have a pretty good idea on how to do it, too. That's why I was in the castle in the first place. Was ist das? Come to think of it, I didn't get hungry over in that world. Was ist das? Oh, ich will auch was. Let me make myself clear. Your taking care of me won't be for nothing. It'll be give and take, due to my knowledgeable and dexterous nature. I have a lot of intel on infiltration tools. Gästecouch. Gästeschublade. Da tust du deinen Besuch rein, okay. Wirklich? Well, I can't tell you more unless we settle on a deal. In exchange for you keeping me here, I'll teach you about these tools. How does that sound? Hm. Naja, okay. I take it that means you accept? Muss ich ja, ich kann ja nicht nein sagen. Then it's a deal. Ja, natürlich, Lurker. Morgana wirkt ziemlich zufrieden. Oh. Oh, ich muss da mal weg. Da wird einem ja schwindelig. Skillful infiltrations and escapes to all manner of places. There's even the possibility that you use special tools and had someone who manufactured them. Answer me. I am thou. Thou art I. Thou hast acquired a new vow. It shall become the wings of rebellion that breaketh thy chains of captivity. With the birth of the magician persona, I have obtained the winds of blessing that shall lead to freedom and new power. Ist die Magier-Persona? Würde passen. Morgana Magier passt, ne? Ja, okay. Ermögliche Herstellung einfacher Infiltrationswerkzeuge. Alter, dieses Wort, ne? Alright. Du hast den Magier-Vertrauten freigeschaltet. Die Fusion von Personas des Magier-Arcana gewährt dir XP durch den Arcana-Schub. Du hast von Morgana gelernt, Infiltrationswerkzeug zu machen. I'll lecture you about the infiltration tools over time. By the way, the power you used in the palace was seriously amazing. Bin cool, the stronger that power gets, the more reliable it'll be as a trump card. All right, I'm gonna stick with you wherever you go from today on. Personas are the strengths born from one's heart. Depending on what kind of life experience you gain, I bet it'll affect that power as well. And if you become acquainted with capable people, you might learn various useful skills too. This is all part of our deal. Got it? I expect great things from you. Don't let me down, okay? Warum denn, Alicia? Was hast du geschafft? Infi
ein ähnliches Wort. Epidemiologisch. Boah, ich hasse es. Außerdem begleite ich dich, wenn du ausgehst. Keine Sorge, das kostet nichts. Allerdings klingt es ziemlich unbequem, in Patronform auszugehen. Naja, da kann man nichts machen. Ich muss mich damit abfinden, in der Tasche herumgetragen zu werden. An? Ach, danke für alles heute. Du hast mich gerettet und ich habe mich gar nicht richtig bedankt. Mach dir kein... Zerbrich dir nicht dein hübsches Köpfchen. Boah, wie ich diesen Spruch hasse, ne? Das kann ich nicht. Jedenfalls wollte ich es dich wenigstens wissen lassen. Bis morgen. You guys send messages to each other with that thing, right? I want in too. So, I'm gonna have to ask you to type for me. Jedenfalls ist das hier wirklich ein Ort, an dem man leben kann. Zwei in deiner Hausarbeit. Sehr gut, Alicia. Ich bin sehr stolz auf dich. Glückwunsch. Hallo, Dustin. Lang nicht gesehen. Ich bin ja bei, wie man Infiltrationswerkzeug herstellt, nachdem du dein Zimmer aufgeräumt hast. Das ist definitiv ein Lagerbereich, Mann. In dem Zimmer kann man sich echt nicht entspannen. Boah, ist das unordentlich. Die Bücher ragen sogar einfach so aus dem Regal raus. Alter, diese Katze! Das ist echt dein Zimmer, ja? Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Na, dann mach doch sauber, wenn du willst. Ja, ich geschlafen. Well then. Morgen haben wir viel vor, reiß dich zusammen, Muki. Dominik, danke fürs Abgeben. Dankeschön, Dankeschön. Vielen Dank. Danke, Dustin. Ist wegen An, weil die auch so Zöpfe hat. Und ich versuche, ihr damit zu imponieren, weißt du? Und sie damit zu überzeugen, dass ich die beste Wahl für sie bin. Schlafen. Schade, ich dachte, wir kommen ins Gefängnis. Also die Szene. Oh. Selbst wenn es voll ist, kannst du mit Glück offenbar noch einen Sitzplatz abkriegen. In der U-Bahn haben wir etwas Zeit totzuschlagen. Vielleicht könnten wir sie effektiv nutzen. Das ist überhaupt dumm. Los, du siehst nicht gut aus. Ich fühle mich in letzter Zeit nicht so gut. Mein Kopf ist wie Watte und ich habe keine Energie. Ich habe alles in der Apotheke probiert, aber nichts hilft. Habe ich einen neuen Virus? Well, that's not good. Hängt so eine psychotische Störung an? Was soll ich tun? Muss ich sterben? Jetzt beruhige dich. Wir gehen zur Klinik. Komm schon. Der Arzt kann dir sicher was verschreiben, was dir hilft. I see. Ärzte haben die besten Medikamente. Hey, war eine der Kundinnen im Café nicht eine Ärztin? Sie sah wie ein Punk aus. Bist du erkältet? No! Ich dachte nur, es wäre nicht schlecht, wenn wir im Palast starke Medikamente hätten. Morning! Oh, morgen, Luno. Was machst du denn hier? Lass uns zusammen zur Schule gehen, ja? Die ist gleich hier, aber was soll's? Ja, das ist die Royal-Version. Die gibt's auf, also mit deutschen Untertiteln. Ey, wir treffen uns nach der Schule im Versteck, oder? Hört auf zu texten, wir sind im Unterricht. Wow, hörst du bei dem Blödsinn einfach zu? Ja, aber heute bleibt nicht viel hängen. Ja, oder? Naja, also versteck dich nach der Schule. Versteck nach der Schule. Wo genau ist dieses Versteck? Auf dem Schuldach. Moment, da kommen wir immer noch hoch? Ja, ich lass euch rein. Puh, ich warte dann da. Kommt einfach nach der Schule hoch. Denk drüber nach. Ich akzeptiere kein Nein, du musst kommen. Hey, are you listening? Du, pass auf, hörst du zu, so zu. Was hörst du so zu, wenn jemand mit dir spricht? Ich spüre mörderische Absichten. Oh, das hat sich ja weh. Er hat ihn direkt auf die Stirn getroffen. Pay attention! Das ist die Strafe fürs Tagträumen. Die Kinder heute haben keinen Respekt vor Erwachsenen. Ja, richtig. Gütiger Himmel, du brauchst wohl mehr Können, um dem komplett auszuweichen. Warte, wie die Katze unterm Tisch steht. Royale, anders heißt das nicht. Ja, es gibt ein bisschen Zusatz. Looks like we're all here. Okay, let's get going. Also, hold on, it's still too early for us to head to the palace. But why? Don't we just gotta steal that treasure thing?
Don't underestimate the dangers of that place. We need to prepare. Ain't that persona shit we got enough to deal with it? That's exactly what I mean when I say don't underestimate it. You'll die if you mess up in there. So again, we need to prepare before we head in. But how exactly are we supposed to do that? I'm glad you asked, Lady An. First, we'll need to find better equipment for all of you. You talking about weapons? Oh, I know a kick-ass place. In that case, you can handle that side of things. The only other thing would be stocking up on medicine. Fatigue is unavoidable in a palace. And where can we get medicine? Don't worry, I know just the place. I hope you look forward to it, Lady An. Now then, he and I have some business in Yongan, so let's head off for today. Hey, was? Just come with me. I won't be able to get close enough by myself. Can I talk? Hey, erinnerst du dich an die Kundin, die du gestern im Leblanc getroffen hast? Ja, es war vor 5 Sekunden. Die Ärztin, die nach einer schnellen Untersuchung Medikamente verschreibt, sie saß am Tisch. Ja. Actually. Mir ist da gerade etwas eingefallen. Wenn sie eine Ärztin ist, der man solchen Sachen nachsagt, dann hilft sie uns vielleicht. Sie ist hier irgendwo in der Gegend, oder? Bring mich zu ihr. Hallo, Opa. Deine Stimme ist so leise, Kleiner, du nuschelst. Sind neuerdings alle Kinder so. Ich kann dich hören, aber behalt das im Hinterkopf. Also, was war das mit Kindergarten? Ich habe von dir gehört, du solltest private Ärzte meiden. Große Krankenhäuser sind viel besser, weil sie viel mehr gute Ärzte haben. Mein Arzt arbeitet in einem großen Krankenhaus. Er ist super, oder zumindest wirkt er kompetent. Sieht ja, wo sie ist, ne? Oh, Takemis Klinik, die ist direkt vor dir. Ich bin versucht, selbst zu gehen, aber diese Gerüchte. Ich wünschte, ich hätte so viel Mut wie du, da reinzugehen. Entschuldigung. Oh, das war zu falsch. Zu weit. Hier waren wir ja nämlich schon mal, ne? This is the clinic that the chief mentioned. Now, how can we get them to give us some medicine? Geld? Wir denken uns das aus. Well, I guess that's the only choice we have. We'll just have to go for it. All right, let's step inside. Träge Ärzte. Well. Bist du zum ersten Mal hier? Hm, irgendwoher kennen wir uns. Schön, dich kennenzulernen. Hm, naja, egal. Warum beehrst du mich heute? Ich fühle mich lethargisch. Ich leide unter Albträumen. Ich habe eine chronische Krankheit. Ich fühle mich lethargisch. Gut, please head to the exam room. Bitte geh ins Sprechzimmer. In a case like yours, it's usually just due to stress. I'm gonna prescribe you some pain relievers, okay? Actually, I still need to restock those. So let's go with sleeping pills instead. Sleep is the best medicine anyway. Which type of pill do you want? A sweet-tasting one or a bitter one? Ich will Schmerzmittel! Is that right? And I bet you think you should have a year-long supply of them, too. Warum geht die Spritze bei dem Teddybär ins Auge, die eine? I'm not as dumb as I look, you know. I'm guessing you're here because you heard the rumors about me, hm? Ich bin wirklich krank. Right, right. That's what they all say. Then, the ulterior motives come out. I guess high school kids have it tough nowadays, too, huh? Well, fine. I'll prescribe you some medication. But only medication that will help you recover your health. I guess it's fine. You seem pretty earnest, and you don't look like you'll be any trouble. This is my private practice. All the medicine I dispense is original. I have a license to make my own formulas. You've likely seen them being sold at various hospitals. It's your responsibility to take care of yourself. So, if that's okay with you, stop by anytime. Du bist eine schlechte Ärztin. Das hilft dich ja sehr. Ich mag sie. Great. It's nice that you're so quick on the uptake. Saves me the hassle. You're a pretty weird kid, you know? I wonder what you're going to use the medicine for. Well, as long as you don't cause me any trouble, it's not my problem. Hat sie recht?
Mehr habe ich jetzt okay. nicht. Okay, which one? Gott. Das aber, also, was ist. Diese Bilder. Regen. Ach, Regeneration. Ja. Vielleicht gar nichts kaufen. Entspannungsgehen. Revivadrin. Heilung 4. You want that one? Allen. Da kaufe ich mir mal zwei. That should work. Here you go. You want that one? Thanks. Kauf von allen. Should work. Here you go. Mach you want Pokemon that one? Auf. Thanks. That should work. There you go. Oh, did you decide? You don't need. Oh, did you decide? Thanks. So, wir haben ja ein bisschen. Oh nein, ich will 3 Yen weniger. Ich will 3 Yen weniger. Komm zurück mit mir. Boutiquen hier sehen anders aus, ja, ne? Take care. Na dann, viel Glück damit. Danke. Tschüss, Herr kranker Mann. Richtig, Tobi, richtig. Wo liegt denn das Problem? Bist du erkältet auch wie Fußpilz? Egal was, es ist, du musst nur eine Nummer ziehen. Schluss damit. Außer dir kann niemand diese Medikamente, dieses Medikament entwickelt haben. Ich habe leider keine Ahnung, wovon du redest. Bin ich die Dumme. Gerüchten zufolge kann das Medikament jedem unbegrenzte Stärke verleihen. Wirklich? Das ist mir neu. Experimentelle Medikamente, Arzneien und Heilkräuter zu entwickeln, ist illegal. Entwickelst du ein Superstimulanz? So eine Droge wird nur zu einem gesellschaftlichen Problem. Du bist ganz schön hartnäckig. Weißt du das eigentlich? Und ich bin nur eine Quacksalberin. Auch wenn die Polizei nichts unternimmt, werden sich die Medien darauf stürzen. Du willst doch nur meinen Ruf noch weiter zerstören. Du bist eine Schande für alle Ärzte. Was? Der Fehler ist ja wohl dir unterlaufen. Ich habe nichts mit deinen Machenschaften zu tun. Vernichte dieses Medikament und kündige. Der Name Tai Takemi wird niemals... Hey, ist da jemand? Nö. Das reicht doch mal nicht. Man. Oh, Glückwunsch, Missy. Was? Sie haben uns fast erwischt. Die haben über irgendwas Gefährliches geredet. Hat die Frau vielleicht ein besonders starkes Medikament? Das sollten wir verwenden. Yes. Stimmt, wenn es zu stark ist, können wir es im Palast gut gebrauchen. Kümmern wir uns darum, wenn der Mann weg ist. Wir halten die Leute, die nichts damit zu tun haben, raus. Die Phantomliebe ist okay. Geheim. Gute Arbeit, das hat super geklappt. Hast du echt gut gemacht, Missy, ne? Kennst du den Laden, den ich erwähnt habe, mit den Modellwaffen? Er ist in Shibuya. Ich kann mitkommen, wenn du willst. Kannst du das nicht alleine machen? Ach ja, du hast gerade erst hergewechselt, oder? Gehen wir zusammen, Mann. Ich zeige euch alles. Wenn du zur Shibuya Station kommst, weißt du zumindest, oder? Hey, ich schaff's nicht. Könnt ihr euch das für mich ansehen? Du kannst nicht kommen? Morgen nicht. Ich wollte hier im Krankenhaus besuchen. Ah, alles klar. Keine Sorge, wir machen das. Okay, wir sehen uns in Shibuya, Luno. Wir warten vor der... ich warte vor der Station. We might be able to get our hands on some decent stuff, if this store really has model guns. Well, we can leave that for tomorrow. Let's go home. Man macht nicht immer alles kaputt. Das bringt einem nichts. Okay. Soweit läuft alles gut. Sobald wir vorbereitet sind, lasst es uns mit dem Palast aufnehmen. Da fängt der Spaß ja erst richtig an. Okay. Hm. Shibuya? Ich weiß zwar, wo das ist, aber ich kann mich nicht daran erinnern, ob ich wirklich jemals dort war. Shibuya, Shibuya. Okay. Morgen triffst du dich mit Yuji, also verschlaf nicht. Stop. Ach, Missy. Weißt du, man kann auch mal Sachen heilen lassen, ne? Sup? Du hast wohl geschafft. Der Laden ist auf der Central Street. Wir müssen also über die Kreuzung. Kreuzung? Das hier ist die Shibuya-Kreuzung. Sie ist wirklich riesig. Jede Menge Leute überqueren sie. Central Street liegt gleich dahinter. Let's go. Also los. Eine Haarnadel? Das ist wahr. Nee, das finde ich blöd. Deckung. Angriffsfuß. Mitternachtsheilzug für an. Willkommen zurück, Dominik. Kriegst die Masken von... So. Liebende? Na. Hä? Eremit? Wie jetzt?
so, das sind die Eigenschaften. Ah, okay. Oh Gott, die sieben. Boah, das sah gerade voll aus, als ob das so, so einen 3D-Effekt hätte. Was ist das? Kann ich Lotteriestand. Ich habe keine Zeit für unnötige Abstecher. Man sei doch nicht immer so negativ. Everyone, wake up! This country is twisted. While Japanese society may appear to be thriving, many young people have not been as blessed as their elders. They have no jobs, no savings, no financial security whatsoever. Endlich sagt mal jemand. These young people should be tackling their futures head on, but instead, they're too busy merely trying to survive. Richtig so. People give speeches all the time. Plus, politics are pretty boring anyways. Tolle Einstellung. Schrecklich sein, einer dieser Unfälle selbst zu erleben. Nee, das interessiert uns nicht. Follow me. The shop can be pretty confusing to find sometimes. Ach, Shibuya möchte ich auch. Drohlicher Mann. Hey, gehst du noch zur Schule? So ein Teilzeitjob, da kannst du schnell Kohle machen. Ich kann dir was empfehlen. Hey! Hey, du verlierst Beauty, wenn du mit diesem Typen deine Zeit verschwendest. Hast du kein Taschengeld? Ich kann dir helfen. Was für Arbeit? Das ist einfach und mit viel Kohle. Folge mir einfach, dann übernehme ich den Rest. Can I talk? Hey, für diesen Typen haben wir keine Zeit. Wir sollen uns heute noch Waffen holen. Folgen wir Ryuji. Buchladen. Hey, hey! Ein Dieb sollte Wissen erlangen. Wer weiß, wann es einmal von Nutzen sein kann. Seine Videothek. Sie suchen noch nach neuen Mitgliedern. Was muss wohl bringt, wenn man Mitglied ist? Hier gehen wir hinterher. Wir können eh nichts machen. Hey! Die Musik ist mega gut von dem Spiel. Oh, was? Hey, wir müssen hier lang. Yeah. Da wären wir nicht schlecht, ne? Wirkt ziemlich zivillichtig. Oder ehrlich gesagt, traue ich mich da allein nicht rein. Egal, sehen wir uns an, was da drin ist. Okay, klar. Okay, ich halt da, also klar, muss ich vorgehen. Top oh yeah, before we head in, you know anything about guns and shit? Klar. I guess we can just ask the guy behind the counter if we can't figure out what we want. Come on, let's do this. Die Schnellreise ist jetzt für den Software-Shop in Shibuya verfügbar. Werbestand. Das sieht aus wie eine Werbung für eine Modellwaffe. Ich kenne total viele von den Begriffen nicht. Weißt du schon, was du willst? Ich kann mich ein bisschen lauter machen. Ups, war die Musik. You looking for recommendations? I don't know. Just buy whatever looks interesting to you. Ugh, some customer service. Fine. What do you want? An automatic? A revolver? Automatic. Automatic? Dude, why are you talking about cars now? Listen, this here's an enthusiast shop. My regulars will be mad if I let a casual like you hang around. I'm not a freaking casual. I bought shit from here like last week. Ah, can't remember you. You bastard. And you, looking for something? Etwas ist echt aus. Oh, you guys planning a nice big bank robbery or something? Hm? What? That ain't it. We just like how they look is all. Anyways, you should have said before you two are enthusiasts. I'm always up for helping fresh faces. Some precautions first, though. Don't go around pointing them at other people. Keep them in a bag or something if you're outside. Oh, and don't let the fuzz catch wind of you having him. I don't need him coming around here. Wie hassen die Bullen? How about that? Me too. Now, if you look close, you'll be able to tell these are models. Real guns feel different. Maybe someday I'll show you the real good stuff, though. Mach den Salamander auf deinen Hals. For it, of course. But for now, you get the beginner selection. Just sit tight. I'll bring him out. We did it, dude. We totally gotta go for some fancy shit, right? Ooh, I want him to shine.
Oh, and here's the cash for mine. Pick me out something good. 5000 Yen, okay. Aber mehr kriegst du nicht, ne? Ausrüstungstypen. Im Software-Shop kannst du Fern- und Nahkampfwaffen sowie Schutz und Zubehör kaufen. Nahkampfwaffen erhöhen die Kraft deiner normalen Angriffe. Dies ist nützlich, falls du Gegner besiegen willst, ohne Skills einzusetzen. Fernkampfwaffen erhöhen den Wert deiner Schusswaffe. Sie fügen mehr Schaden als Nahkampfwaffen zu. Nutz sie also gegen zähe Gegner. Schutz verringert den Schaden, den du erleidest. Du hältst also den Kampf länger aus. Zubehör kann beispielsweise Skills verleihen oder vor Statuseffekten schützen. Okay. Alright, which one? Blitzdolch. Wo sehe ich denn, was mein Silberdolch kann? Sounds good. Ist besser, aber wie viel besser? Oh. Hitzepeitsche. Oh, da sehe ich sie. Aber die kostet so wenig. Na, guck mal. Also, sie kriegt auf jeden Fall die Fundo Kusari. Eine Kette mit einem Gewicht an einem Ende. Kauf, ich bin reich. Ich kaufe alles. Aus. Ein Schwert mit einer krummen Klinge, ein Schwert zum Stehlen. Ich kaufe alles. Alright, which one? Höllenschläger, Eisenrohr. Eine plumpe, aber effektive, stumpfe Waffe. Stärke plus. Nee, Stufe plus 1. Ein Baseballschläger in den Nägel gehämmert wurden. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall, das hat Ziel. Eine neue Kette. Aber ich glaube, da ist so eine Peitschenkette gemeint, Nanisha. Also, ich weiß. Also, ich meine, das ist. Also. Ich, also, weißt du, wenn. Also. Ne? Don't break it, okay? Also. Ach so, ich hätte das verkaufen können. Wie kann ich denn das verkaufen, wenn ich jetzt zu doof war? Kann ich verkaufen, wenn ich zu doof war, das fallen, dass das ging gerade. Ach, verkaufen hier. Nee, einmal. Hä? Ach, falsch rum. Ich möchte gern. Ich möchte gern das verkaufen. Es bringt ja voll viel Geld. You should be grateful. Ich möchte gern alles verkaufen. Lederpeitsche. Perfekt. Und jetzt möchte ich bitte Fernkampfwaffen kaufen. Alright, which one? That's what you're choosing? You better not use it to pull a prank. Das ist ja. Ja, der. That one. Wieso kriegt sie die. Okay, das ist gut, dass sie die coolen Sachen kriegt. Schleuderbogen. Wird alles weniger präzise, aber dafür stärker. Granelli M3. Okay. Sounds good. Ich hab grad Lauchstangenweste gelesen. Lauchstangen. Na, nicht alles gut wird, also es ist. Bleibt unter uns, nicht wahr? Lurker. That's what you're choosing. You like it? Verkaufen. Selbstbewusstes Mieder. Plus vergesslich widerstehen. Aha. Ein Mieder, das gegen Gedächtnisverlust hilft. Das kenne ich, das trage ich auch immer. Baseballjacke. Katzenstrickpulli. Oh, ein süßer Strickpulli für Katzen. Also ich dachte mit der Katze drauf. Aber ist doch keine Katze. Warum kriegt sie einen Strickpulli für Katzen? Schulterbrüste. Bist du dann so viel? Hä, das tue ich doch gar nicht. Okay. Zubehör. Okay. Aber da haben wir so viel, ne? Das brauchen wir alles nicht. Wir haben extra so viel Zeug von dem Ultimate-Ding. Wir brauchen. Alright. Jetzt verkaufen wir noch kurz
Wieso kann ich? Ich kann die Fernkampf. Ja. Ach, ich hab die ja, stimmt, ich hab die ja verkauft. Automatisch, ne? Ah ja, du musst noch mal etwas wissen. Kauf keine Modellwaffen von anderen Leuten, das musst du dir merken. Ich will keine Probleme haben, weil ich etwas gekauft habe, was schon modifiziert wurde. Und mehr habe ich nicht zu sagen. Danke! Hm? Heute nicht mehr die 666 Todes erreiche. Passiert, ne? Gehst du schon nach Hause? Naja, jedenfalls. Suchst ab jetzt du aus. Besorg mir einfach die am stärksten aussieht. Tschö. Wir fahren gleich. Boss, did you hear? Apparently that subway driver from the accident was acting really odd during his testimony hearing. You talking about that psychotic whatever thing people are going on about? Yeah, I heard it completely alters your personality. The news is saying the driver couldn't even speak when they tried asking him questions. Only an idiot would believe a preposterous story like that. Oh, and sorry, but we're closing soon. How rude. This must be why you don't get many customers. Your coffee's actually not half bad. The beans must be lamenting the sorry state of this store. Thanks for stopping in. Please come again. I'm only trying to help you fix your business. Thanks for the coffee, at least. Danke, aber ich will keine Hilfe. Jeez, what a pain. Oh, what do you want? If you're bored, go wash some dishes or something. Läuft das Geschäft? So wie es mit Kunden, wie so ein bisschen neu vielleicht. Läuft das Geschäft? Doesn't concern you. It's all good as long as the shop doesn't fail. I'm not gonna go wearing a fake smile. Und wenn du doch pleite gehst, ist das dein Motto? No, it's nothing like that. As long as I'm here, the world leaves me be. No annoyances or troublesome people to deal with. It's like my own personal hideaway. Aber der war doch gerade nervig, dachte ich. I'd be kind of screwed if I lost it. But I guess you would be too. So you better at least try and be useful around here. Anyway, I'm leaving now. Don't cause any trouble. Okay, ich war bei Shio im Krankenhaus. Wie ging es ihr? Ihr Zustand ist stabil, aber sie wissen nicht, wann sie wieder aufwacht. Sie wird sicher wieder gesund. Ja, sie wird sicher gesund. Sie wird wieder gesund, ganz sicher. Ich muss nur an sie glauben. Aber ich werde Kamoshida nie verzeihen. Er wird bezahlen, das schwöre ich. We're just about ready to go to the palace. We just need to assemble some infiltration tools. Clean off that desk back there so we can use it. Ja, der ist doch sauber. Hey! Nein, nicht da stellen wir ihn auf den Schreibtisch. Ach, den Schreibtisch! That desk. Hurry now and clean it up. Los, räumen wir auf. Komm, auf geht's. Great. Now you can make things whenever you want. Du kannst jetzt an diesem Arbeitstisch Infiltrationswerkzeuge herstellen. I'll provide the materials this time. Try making a lockpick. Hallo, der Dude. Hallihallo. Also, ganz ehrlich, der Stream wird noch so lange gehen, bis die PK von Resident Evil vorbei ist. Aber das verkneife ich mir jetzt so lange. Wir haben noch... Dominik? Hast du das gefunden? Die Links? Es ist 12 Uhr, ne? Nicht, dass es jetzt irgendwie Viertel vor 12 oder so ist. Infiltrationswerkzeuge herstellen. Hä? Mit dem nötigen Material kannst du verschiedene Infiltrationswerkzeuge herstellen, die fürs Palasterkunden sehr nützlich sind. Beim Herstellen von Instrumenten vergeht Zeit, es verbessert aber auch deinen Wert Können. Pro neuem Rang kannst du ein zusätzliches Instrument herstellen.
Bei schlechtem Wetter bist du konzentriert und kannst dein Werkzeug mehr herstellen. Suche in allen Läden nach verschiedenen Materialien. Don't think too hard about it. You'll get the hang of it. Ich weiß nicht, das ist halt jetzt richtig blöd. Aber ich glaube nicht, dass wir den Palast ausräumen in der Zeit. Ich habe 10 Dietriche. Everyone starts off a little clumsy. Don't be sad if it doesn't go well at first, okay? Bisschen erkältet, aber sonst gut und dir? Herstellen. Great. We should be able to use this. Alter, wie sitzt denn die Katze da? Yeah. Oh Gott, ich habe was gesagt. Ich habe eine Stimme. Wert erhöht. Stümperhaft immer noch. Schön. Schön. We should be ready now. We're heading into the palace tomorrow. Alicia, ich mach sicher kein anderes Spiel mehr für 20 Minuten. Da schaffe ich ja nicht mal einen Tag in den 20 Minuten. Good morning. Come on, hurry up and get to class. Good morning. That admirable behavior won't do you any good once you're expelled. Ich hab guten Morgen gesagt, du Penner. Well, that wraps up the homeroom period. A word with you, please. Mit mir, warum? There's something I'd like to ask you. It won't take long. I see you're already getting on top of the problem I'd mentioned this morning, Miss Kawakami. I appreciate the support. Thank you again. Oh, you know this guy, Yoshizawa? Yes. He lent me a helping hand earlier. I recommend you steer clear of the likes of him if you have any consideration for your future. Remember the discussion we just had? There are a number of students in this school you shouldn't get involved with. This one's at the top of the list. Oh, the delinquent transfer student? Sorry to interrupt, but I need to use the guidance office. Oh, pardon me. We should be going too. Don't want to get in the way of guiding this delinquent and all. Please excuse us. After you. I'm gonna get straight to the point. Did something happen between you and Mr. Kamoshida? Was fragst du da? Was fragst du da? Klingt so viel. Also, ich würde gerne nicht böse zu dir sein. Aber eigentlich ist nichts passiert. I don't think so. Especially after that little exchange just now. He gave me a brief lecture this morning, and your name came up. Something about the dangers of a lack of supervision. I don't mean to pry, but just make sure you don't go causing trouble, okay? Oh, and one more thing. That girl outside the office? You didn't make a pass at her, did you? Ich bin schon interessiert. Ich kann nicht anders, es tut mir leid. I understand, but Mr. Kamoshida has a real close eye on you. Apparently, you've been getting involved with Sakamoto-kun. You seem acquainted with Yoshizawa-san as well. Maybe you're just naturally drawn to athletes? Sorry, bad joke. That's all I wanted to discuss. You're free to go. Mach keinen Sport, aber die anderen können Sport machen. Ist okay. Nein, nicht also diskriminierend. Doch, der schon wieder. Ich habe heute Morgen Kamoshida am Schuleingang gesehen. Er hat nur da gestanden und mich mit seinem Arschgesicht angegrinst. Diese Nervensäge wollte sich wohl über dich lustig machen. Ihn so zu sehen hat mich nur noch mehr dazu motiviert, das hier durchzuziehen. Das ziehen wir definitiv durch. Ja, ich mache mir Sorgen um Chio, aber ich will mich auf unser Vorhaben konzentrieren. Und diesmal werde ich länger durchhalten. Die Versammlung ist am 2. Mai, richtig? Wir müssen uns einfach vor diesem Tag um ihn kümmern. Ich bin bereit. Ja, ganz enorm. Geht mir auch so. Ich auch. Ich gebe mein Bestes. Ihr geht nicht ohne mich, klar? Ja, du sagst uns Bescheid, wenn du in den Palast gehst. So,
soll hingehen? Ich muss behören, hab ich gesagt. Ja, nicht so eigentlich. Aber die Antwortmöglichkeiten sind so lustig. Richtig locker. Ich find's schön, wenn andere Leute schwitzen, solange ich nicht schwitzen muss. Die Typen fliegen von der Schule. Niemand will einen Unruhestifter an der Schule haben. Diese neue Yoshizawa-chan, von der erhoffen sich alle riesige Erfolge. Mann, sieht die gut aus, ob ich bei der wohl eine Chance habe? Nein, nur ich. Die stehen alle auf mich. Meine wuscheligen Haare und meine Brille. Die stehen auf mich. Okay. Und auf meine Katze. Wir müssen den Plan endlich in die Tat umsetzen. Die anderen warten sich ja nur noch auf Signal. Die Planung liegt ganz bei dir. Verlass Infiltrationsfrist. Wenn du den Plan nicht bis zur Frist ausführen kannst, ist es aus. Bleib wachsam und achte auf die verbleibende Zeit. In Palästen gibt es viele mächtige Gegner. Besprich dich mit deinen Verbündeten und nutze verschiedene Einrichtungen in der Stadt, damit die Infiltration gelingt. Was? Mission Start? Der nächste Schritt. Wenn du freie Zeit hast und nicht weißt, was du tun sollst, öffne mit BRP die Hilfsbefehle, um zu sehen, was du tun und wen du treffen kannst. Wenn Netzwerkfunktionen eingeschaltet sind, kannst du mit BRP das Aktivitätslog aufrufen. Hier siehst du, was andere Spieler zu dieser Zeit unternommen haben. Das Aktivitätslog ist ein Tool, das dir in deiner freien Zeit hilft. Um mehr darüber zu erfahren, sieh dir sein Tutorial an. Ich hätte nie gedacht, dass es so kommt. Ich werde es mir nie verzeihen. Hey, heute gehen wir in den Palast, oder? Ich bin dabei. Ja. Okay, wir sehen uns auf dem Dach. I hope you all understand that our time limit is May 2nd. We basically just have to go to that castle and steal the treasure from Kamoshida, right? But wait, what even is a treasure? I want to know that before we do anything. A treasure is the physical form of the palace ruler's distorted desires. In other words, it's the core of the palace. Once we steal it, the palace will damit crumble. Luna mich etwas mehr think, mag. Having said all that, even I don't know what Kamoshida's treasure is going to be. Danke für die 100 Bits, cool. Dankeschön. Vielen Dank für die 100 Bits. Danke. Aber mögen kann man nicht kaufen, das weißt du. Also, sagen wir so, also um mögen zu kaufen, braucht man schon so viel Geld, dass du ungefähr unter den Top 5 Leuten kommst, weißt du? Ansonsten solltest du es einfach versuchen, indem du nett zu Leuten bist, weißt du? Mit Essen, das stimmt. Aber trotz genau. And where can we find it? There's no way of knowing that until we go in and find out. But if I had to guess, I'd say he has it locked up somewhere in the depths of the palace. Think I get it now. We just gotta find the treasure, yeah? Pretty much. There's just a lot we won't know until we go in. In any case, our objective is to find the treasure's location somewhere in the palace. Make sure we go about this with time to spare, so we can avoid any unforeseen circumstances. I expect great things from you guys. Vor dem Infiltrieren eines Palastes, überprüfe deinen Fortschritt mit der Option Meeting abhalten. Hör dir die Meinung deiner Freunde an und entscheide, was der beste Plan ist. Willst du Palast infiltrieren, kommst du zum Palast. In einem Palast kannst du keine Gegenstände kaufen, bereite dich daher gut vor. Wenn du von einem Palast zurückkehrst, ist es Nacht. Wenn dir die Zeit ausgeht, ist es aus. Behalte die verbleibende Zeit im Auge. Ich meine nicht bei mir, bei irgendwelchen Witzern. Gut, ich meine generell von den Leuten mit Einkommen, Top 5, auf der gesamten Welt, weißt du? Die können sich vielleicht irgendwie erkaufen, dass Leute sie mögen. Aber das halt auch nicht wirklich mögen, ne? Genau halb. Also wir gehen jetzt nicht in den Palast infiltrieren. Das ist gut, dass wir jetzt ein bisschen was haben. Kleine Schritte zur Top 5, bis Luna mich mag. Kurti, so war das doch gar nicht gemeint. Dankeschön für nochmal 100 Bits. Vielen Dank. Dankeschön. Dankeschön. Ich kenne niemanden, der den. Ja, Dex, weil du auch niemanden kennst, der von ihm extra bezahlt wurde. Wir halten ein Meeting ab. Damn it. Wir fliegen von der Schule, wenn wir Kamoshi das Herz nicht stehlen. Er oder wir. Gott, rede nicht gleich durch. Wir haben noch etwas Zeit. Let's start the strategy meeting. Besprechen wir, wie die Dinge gerade für uns stehen.
Wir müssen sein Herz stehen, aber wir wissen nicht einmal, wo es ist. Ich mache nur die Zahl gerade kleiner als 3. Dankeschön, Misty, für die Zahlgradungsmacherei. Dankeschön. Vielen lieben Dank. Ein Expo mag ich bestimmt, wird immerhin 50% oder so bekommen. Nicht schlecht. Sieht aus, als müssten wir uns erstmal umsehen. Seid besonders vorsichtig, was die Schattenwachen angeht. Die werden heftige Prügel austeilen. Naja, wir schaffen das schon. Glaub nicht, dass wir uns allzu groß Sorgen machen müssen. Okay, meeting adjourned. Das trifft es für den Moment wohl ganz gut. Dann beenden wir das Meeting. Ist heute alles? Ja, es muss. Ich kann. Also. Entschuldigung. Ich muss halt. Was ist? Eine Message. Und die Zahl ist wieder ungerade, Kappa. Doch nicht Missy. Hä? Unrated. Sie hat sogar ungerade gesagt. Danke für den Bitter, die sehr dankeschön. Hä? Was? Also was willst du tun? Sollen wir zum Versteck treffen und zum später entscheiden. Entschuldigung, ich kann gerade noch nicht, Mann. Ich habe da was von privater Time gelesen und so. Wo ist unsere Uschi? Wo ist sie? Ich brauche sie. Wo ist sie? Da ist sie doch. Hallo! Können wir Zeit miteinander verbringen? Ich hätte nie gedacht, dass es so kommt. Ich werde es mir nie verzeihen. Heute geben wir den Platz, oder? Ich weiß es noch nicht. Muss er erst noch Vorbereitung treffen? Da wir jetzt die wahre Geschichte kennen, will ich, dass er so bald wie möglich dafür zahlt. Ich will mehr über dich erfahren. No. Danke für das Angebot, aber mir ist gerade nicht danach, mich zu amüsieren. Sorry, aber ich würde mich lieber um die Sache mit Kamoshida kümmern. Hey! Lady Anne ist gestresst. Aber das überrascht mich nicht. Sie kann sicher über nichts als Kamoshida nachdenken. Wenn du möchtest, dass Lady Anne sich auf dich verlässt, musst du netter sein, so wie ich. Komm da nicht durch. Ich bin zu dick. Oh, gibt es so viele Snacks. Feiert da jemand eine Party? Oh, hey, wir sollten auch eine Party feiern, wenn die Mission abgeschlossen ist. Mishima. Ich hätte nie gedacht, dass das so laufen würde. Was soll ich nur tun? Wenn Kamoshida weitermacht, war es das. Was? Richtig, ihr müsst meine Fetische... Kein King-Shaming hier, ja? Unser Typi-Typi. Sam Inmo. Wer bist du denn? Oh mein Gott, wer ist sie denn? Kamoshida hat richtig schlechte Laune, die er natürlich an seinen Schülern auslässt. Ist echt köstlich. Mann, nicht so... Was? Freundliches Mitglied der Lehrerschaft? Ach so, das war sie. Könnt ihr bitte Schülerinnen schreiben? Mann, nicht so laut, wenn dich Kamoshida hört. Haha, bist du dann auch gefeuert, Sensei? Dann musst du wenigstens nicht mehr zur Schule kommen. Machst du dich gerade an den Typen ran? An den Lehrer? Welchen sollen wir dich schämen? Ich. Mich. Ich bin der King. Of the country. The Kinder-Country. Alle reden von dieser Stipendiatin. Ja, wenn man gut aussieht und das Zeug dazu hat, eine Medaille zu holen, ist man automatisch beliebt. Wenn wir uns mit ihr anfreunden, können wir damit angeben. Hat sie nur uns zu verdanken und so. Hahaha, Scherz beiseite, ich wäre gern mit einer anderen Sportlerin befreundet. Wir könnten natürlich auch zu Kamoshida. Versteck. Nee, da will ich nicht hin. Wo ist denn das Lehrer? Wow, crazy. Wir gehen. Uns was verraten. Oh. Hey, hab gehört, ihr fliegt von der Schule. Ihr zwei seid solche Idioten, euch mit Kamoshida anzulegen. Weiß nicht, was du zu ihm gesagt hast, aber das Volleyballteam ist das Herz der Shujin. Wir haben das akzeptiert. Misch dich nicht in Sachen ein, die du nicht verstehst. Aber jetzt ist es zu spät. Kamoshida ist wütend, also bist du erledigt. Nicht schon wieder.
Ich habe Infos. Hab gehört, du hast mit der neuen Schülerin gesprochen. Welcher neuen Schülerin? Wusstest du es nicht? Sie ist dieses Jahr das einzige Gesprächsthema hier. Sie ist als Stipendiatin nach Studien gekommen, da sie eine Medaillenanwärterin in Turnen ist. Sie kann nicht nur unglaublich gut turnen, sondern ist auch freundlich und wunderschön. Anders als andere wird ihr aus gutem Grund aufmerksam zuteil. Hallo Fladinator, hallihallo. Mit welch reich? Okay. Darf man die Suppe bestimmen? Aber das ist Essensverschwendung. Da bin ich kein Fan von, weißt du? Lehrer. Es sind immer noch einige Lehrer da. Sie sehen alle ziemlich entspannt aus. Wie können wir denn Zeit? Wow. Die Lehrer hat uns immer ziemlich aufgeblasen, der Name. Können wir denn... Oh, was mit dir? Gruselige Schülerin. Da sehe ich mich. Ach, Ikisugi-kun, du musst so müde sein. Aber keine Angst, ich wache über dich. Oh, kichert wirklich. Post es im Internet und alle werden wissen, was mich und Ikisugi-kun verbindet. Ich sage ihm, er sah ein wenig müde aus, also habe ich ihm die Schultern massiert. Sie macht mir Angst. Geld im Kuchen? Nein, der arme Kuchen. Wenn man vom Teufel spricht, hey, was habt ihr mit Kabunshida gemacht? Hört auf, solchen Stress zu machen. Ihr versaut noch alles. Zum Glück kriegst du bald von der Schule. Du hängst doch mit Sakamoto ab, oder? Kannst du ihm was für mich ausrichten? Du hast bekommen, was du verdienst. Wenn ihr von der Schule fliegt, finde ich das nur gerecht. Die vom Leichtathletik-Team werden auch froh sein, wenn Sakamoto weg ist. Er ist ja an allem schuld. Schuld. Versuchen wir gerade... Kann ich da nicht rein? Chemieraum. Schön, die aufgereihten Reagenzgläser. Der perfekte Ort für einen klugen Kopf wie mich, oder? Das ist eine riesige Leinwand. Sieht fast aus wie das Segel von einem Schiff. Okay, wisst ihr, was wir machen sollten? For real? Lauter wissenschaftliche Exponate. Hoffentlich sezieren die keine Katzen. Sportlehrer zu bekommen. Das Zimmer ist unfassbar unordentlich. Sieht eher aus wie ein Schlafzimmer als ein Büro. Okay, wir gehen jetzt. Wir müssen nach Hause, wir müssen speichern. Vertraute Orte. Wenn du auf den U-Bahn-Plan schaust, erscheint manchmal neben einer Haltestelle ein Kartensymbol. Das ist ein Hinweis, dass ein oder mehrere Vertraute in dem Gebiet sein könnten. Mit Viereck zeigst du die Namen der Vertrauten und Infos über das Gebiet an. Hat dir niemand eine Einladung geschickt? Kannst du nachsehen, wer in der Nähe ist. Du denn was? Du bist hier. Nach Hause. Ist das ein Zeichen, dass da jemand ist? Oder Medizinladen. Wir müssen uns langsam beeilen, weil ich noch Pipi machen muss, ne? Die Schnellreise ist jetzt für die Klinik verfügbar. Blau. Weil ich würde nach einem stärkenden Medikament fragen, was ich das neulich erwähnte. Was brauchst du heute? Hast du besondere Medikamente? Huh? Hä? Ich erinnere mich, du bist der Junge aus dem Leblanc. Gewöhnliche Medikamente reichen dir nicht? Bitte, es ist wichtig. Also gut, dann geh bitte ins Sprechzimmer. Ja, deswegen. Hallo, Fudin! Oh. Dieses Medikament, was? Oh. What are you trying to do? Also, wann hast du mich belauscht? Anders kannst du davon nicht erfahren haben. Das war doch viel zu... Watson, offensichtlich, so versuchst du wirklich etwas vor anderen zu verbergen? Nicht, dass es mich interessieren würde. Ich... Ich wollte das Medikament eh loswerden. Ich habe mich davon viel zu sehr hinreißen lassen. Aber warum interessiert sich überhaupt ein Schüler für das Zeug?
Ja, das ist wirklich merkwürdig. Du siehst nicht unbedingt sehr sportlich aus. Was hast du vor? Zum Lernen. Hä? Zum Lernen? Oh, für deine Aufnahmeprüfung? Du willst also deine Konzentration steigern und nicht so schnell müde werden. Gab schon bessere Ideen. Aber wenn du das unbedingt willst... Take care. Na dann, viel Glück damit. Dafür brauchst du meine Hilfe nicht. Kaufe dir doch einfach einen Energy-Drink oder sowas. Watson mag Woody sicher nicht. Watson mag keine Menschen. Du bist ganz schön nervig, weißt du das eigentlich? Das Medikament ist wirklich teuer. Ein Schüler sollte das nicht in die Finger bekommen. Kaufe dir von dem Geld lieber ein Auto. Verstanden, geh jetzt besser nach Hause. Ich bleibe hier. Und du hältst dich selbst für jemanden mit einer guten Ausdauer? Ich habe sogar wirklich nach jemandem in deinem Alter gesucht, der mir ein bisschen zur Hand geht. Aber auf meiner Anzeige in der Zeitung hat sich niemand gemeldet. Bist du dabei? Ja, klar. Machst du jetzt mit oder nicht? Okay, dann nimmst du einen klinischen Test von meinen Medikamenten teil. Warte, ich bin gleich wieder da. Oh, beeil dich. Hier. Machst du dir wegen der... Stopp. Machst du dir wegen der Nebenwirkung Sorgen? Entspann dich. Spätestens bei der Autopsie finde ich heraus, was genau in dem Medikament tödlich war. Did you change your mind? Was, du willst doch nicht mehr mitmachen? Naja, wenn du gehen willst, da ist die Tür. Ich muss das trinken, sonst verkauft mir Takemi vielleicht nicht das Medikament. Okay, rede weiter. Ich mach das schon. What? Hä? Nicht zu fassen, du hast es wirklich getrunken. Es schmeckt gleichzeitig bitter und sauer, aber das kann ich gar nicht ins Worte fassen. Aber dann komme ich schon klar. Wow, dir geht's immer noch gut? Nicht schlecht für einen Schüler. Zweigol? Game over, würde ich sagen. Good evening. Ja. Do you remember anything from the moment you took the medicine until now? By the look in your eyes, I'd say you don't. You briefly woke from your coma, but you were completely dazed during the entire examination. You eventually lost consciousness and fell back asleep. Are you out of your mind? Only an idiot would have drank that. Hä, warum nicht eine Ärztin? Ist für meine Prüfung. Fine. By the way, the reason you lost consciousness was because of the taste. It produces a foul smell when it mixes with gastric juices, similar to surstroming. Oh well. All that matters is that thanks to you, I was able to get some good data. Okay, it's my turn to make good on my part of the deal. That's why I waited until you woke up. I don't want the general public to know about my original medicines. So, you're strictly prohibited from disclosing what happens here to anyone. Understood? Hallo Kayla. Danke, gut. Ich muss sagen, danke, Kayla. Vielen Dank. Dankeschön. Vielen lieben Dank dir. Ah. Es geht auch für dich. Then it's a deal. As long as you come here for it, I'll give you the medicine at a good price whenever you want. I may even add additional selections in time. I look forward to your continued patronage. Ich habe mich geeinigt mit Takemi. Takemi. Oh. Komm, Spiel, ich muss speichern. Considering all the actions you've taken, you must have had someone with medical expertise. Who? And how did you treat your wounds? It'll be easy to find out who if we look into this, you know. I am thou. Thou art I. Thou hast acquired a new vow. It shall become the wings of rebellion that breaketh thy chains of captivity. With the birth of the death persona, Tod persona? I have obtained the winds of blessing that shall lead to freedom and new power. Verdächtige Ärztin.
find's gut, wenn eine Ärzte die Todpersona hat. Okay. Alright. Du hast die Todvertraute freigeschaltet. Die Fusion von Personas des Todarkana gewährt dir jetzt EP durch den Arkana-Schub. Takemi verkauft dir Medizin zur Verjüngung. Ah. So, when can you come back for the next clinical trial? Nicht jetzt, ich muss pipi. Oh, you don't remember that part either? Well, I was saying that teenage test subjects are quite valuable in the medical research industry. So, I'll provide you the medicine for your entrance exams, and in exchange, you'll be my guinea pig. I have to perfect this medicine. If you're able to move now, you can go home. All right, take care. Bei diesem zwielichtigen klinischen Test mitzumachen, hat meinen Mut erhöht. Oh ja, ich kontaktiere dich, wenn ich fertig mit der Vorbereitung auf den klinischen Test bin. Ich werde für eine Entschädigung sorgen für deine Mühen heute, aber das kriegst du nicht schriftlich. Laut den heutigen Ergebnissen kann ich bald ein neues Medikament anbieten. Komm einfach vorbei. Passt du mich, nimm mich nicht so hart. Aber nimm mich... Was? So viele hübsche Lichter. Nimm mich nicht so hart ran. Ich hab gesehen, das liegt jetzt an dir. Was? Du wohnst hier in der Nähe, oder? Du könntest dich noch benommen fühlen, also sei vorsichtig. Alright. Ich habe gerade keine Lust, eine Autopsie zu schreiben, also pass auf dich auf. Das sind meine Zöpfe. Finger weg von meinen Zöpfen. Hey. Du benimmst dich besser anständig. Wenn du auch nur einen Fehler machst, war es das für dich. Anstatt hier rumzulungern, könntest du lernen oder so. Wenn keine Kunden da sind, kannst du im Laden lernen. Ist dir egal, wo? Danke. Aha. Du musst mir nicht danken. Ich sage nur, dass du dir keinen Ärger einhandeln sollst. Wenn du lernen willst, kannst du den Tisch nehmen. Aber weh, ich finde da später Radiergummikrümel. Ach ja, einer meiner Kunden hat gesagt, dass er es total gemütlich findet, am Tresen zu lesen. Naja, du kannst mit deiner Zeit anfangen, was du willst. Aber bitte erst, wenn meine Kunden weg sind. Oder hey, wenn du den Laden putzen willst, sage ich nicht nein. Das Putzzeug ist im Klo. Im Leblanc abhängen. Abends kannst du verschiedene Dinge unternehmen, die dir im Alltag helfen. Am Tisch kannst du lernen und dein Wissen verbessern. Am Tresen kannst du lesen und Verschiedenes lernen. Verwende das Putzzeug in der Toilette, um deine Güte zu verbessern. Auf dem hinteren Tisch liegt oft ein Kreuzworträtsel. Wenn du es löst, steigt dein Wissen, ohne dass Zeit vergeht. Ich glaube, jetzt ist die Zeit, dass wir aufhören, ne? Hallo, Mysteryland. Ich habe erst 6,5 Stunden gespielt. Also ich kann noch nicht so viel sagen. Also bei dem Spiel sind 6,5 Stunden wirklich nicht viel, ne? Aber bisher gefällt es mir sehr gut. Bisher gefällt es mir sehr gut. Gut. Es ist nur ein bisschen blöd, dass man keine Soundeinstellung hat, ne? So.